Gut, wunderschönen Morgen, späten Morgen. Ich freue mich heute wieder, Frau Professorin Vera Bühlmann im Modul Emerging Fields begrüßen zu dürfen. Es ist mittlerweile das dritte Mal, dass Sie einen Vortrag in unserem Modul halten und ich weiß, der Vortrag heute wird wieder ganz fantastisch. Der Titel des Vortrages heute ist Architektur und Atomzeit. Frau Vera Bühlmann wurde in der Schweiz geboren. Sie hat englische Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Philosophie und Medienwissenschaften studiert und schließlich im Fach Medienwissenschaft an der Universität Basel promoviert. Seit 2016 ist sie Professorin und Leiterin des Forschungsbereichs Architekturtheorie und Technikphilosophie, ATTP, an der TU Wien. Und zu ihren speziellen Interessen gehört die digitale Architektonik und Gnomonik, Ästhetik aus der Perspektive der New Materialism sowie die Rolle von Figuration, Skulptur und Rhetorik in einem tropologischen Humanismus des Anthropozäns. Ich nehme an, dass die Frau Bühlmann diesbezüglich eine kleine Einleitung uns geben wird in ihrem Vortrag. Zusätzlich ist sie Herausgeberin der Applied Virtuality Book Series bei Birkhäuser und sie hat eine Vielzahl von eigenen Publikationen und Monographien. Einige davon darf ich kurz nennen, das ist Information und Mathematik in der Philosophie of Michael Serres, dann die Nachricht ein Medium, städtische Architektonik und generische Medialität im Birkhäuser Verlag, dann Quantum City, auch im Birkhäuser Verlag, und Master in the Generic. Das sind nur einige Beispiele Ihrer vielen Publikationen. Frau Professorin Bühlmann, danke schön fürs Kommen. Ich freue mich wahnsinnig auf Ihren Vortrag und gebe Ihnen nun das Mikrofon. Dankeschön. Vielen Dank für diese freundliche Einführung und die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich würde gerne ein bisschen erzählen von den Themen, den jüngeren Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe in Bezug zur Architekturtheorie. Ich glaube, die Begriffe, die Sie genannt haben, die ich so als Schwerpunkte Ihnen geschickt hatte, die sollten sich durch den Vortrag etwas klären und wir können die gerne am Schluss aufgreifen. Das wäre mir lieber, als sie jetzt einzuführen. Ich werde meinen Screen sharen. Und ich freue mich auf Fragen. Vielleicht könnten wir es so machen, dass Sie die Fragen, gerade wenn Sie sie haben, im Chat posten, dass wir dann da so ein Protokoll haben und damit auch die Diskussion anfangen können. Ich habe geplant, ungefähr eine Stunde plus minus zu sprechen und dann haben wir Zeit für Diskussionen. Gut. Ich beginne mit dem Bild, das ich auch geschickt hatte für den Flyer. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, Neujahr 2019/20 in Israel. Und was Sie hier sehen, hatte mich damals enorm beeindruckt. Das ist ein Kraftwerk, ein Solarkraftwerk, was die Sonnenenergie nochmal konzentriert. Also diesen Turm, den Sie hier sehen, der konzentriert die Energie, die aus einem riesigen Feld von Solarpanels quasi aufgefangen werden und gibt ein Licht ab, wie ich es noch nie gesehen habe. Das war ein bisschen unheimlich. Und eine lustige Anekdote ist, dass dieser Ort hier heißt sowas wie der Atem der Wüste. So, das ist ein bisschen ein Gag, mir nicht, aber das war irgendwie ein interessanter Moment für mich, weil ich mich sehr lange schon mit Photovoltaik beschäftigt habe, aus einer technikphilosophischen Perspektive, und aber nicht wirklich gefunden habe, wie ich diese Fragen in der Architektur finden kann, in einer Weise, die quasi das Engineering übersteigt, also die konzeptuell ist. Und nach dieser Erfahrung, nach dieser Reise dort in die Wüste, habe ich angefangen, einfach nur mit diesen Begriffen zu schauen, was denn überhaupt Architekturtheoretiker in den letzten 40, 50 Jahren geschrieben haben. Und es ist üppig voll von Auseinandersetzungen genau mit diesen Themen. Und davon möchte ich Ihnen gerne ein bisschen einen Einblick geben.
Worum es bei der Photovoltaik auch immer geht, ist eine Art, also erstens ja Photosynthese, das heißt, das ist eine Quantentechnik. Und aus Quantentechnik geht sie mit Elektrizität um und ist Atomtechnik in diesem Sinn, ja? Weil Elektrizität ja aus der Stofflichkeit von Licht kommt. Und das ist eigentlich im Kern das Interesse auch des sogenannten neuen Materialismus heute, dass wir uns in der Physik und eben auch in der Informationstechnik mit Licht beschäftigen, was stofflich ist. In der herkömmlichen Weise, zumindest wie ich das auch noch gelernt habe, steht Licht für sowas wie eine metaphysische Abstraktion von etwas Unkörperlichem, von etwas Immateriellem und ist darüber auch immer verbunden gewesen mit theologischen Themen und mit einer Art Göttlichkeit. Und die Quantenphysik zeigt uns eine andere Seite vom Licht. In der Quantenphysik ist eigentlich alles, alle Materie ist eigentlich Licht, ja, in unterschiedlichen Frequenzräumen. Und diese Frequenzräume, die geben uns einen Bezug zur Dauer, weil Materie ja immer eine Dauer hat, die zirkulär ist, zyklisch, über Oszillationen gefasst ist. Und damit eigentlich unseren Vorstellungen von Zeit als Geschichte extrem herausfordernd gegenübertritt. Ja? Also das sind sozusagen metaphysische Themen, die damit auf eine neue Weise in der Physik wichtig werden. Und es gibt ein Buch besonders, was ich hervorheben möchte, von einer Philosophin sehr an Mathematik und an Mechanik interessiert, Simone Weil. Sie hat dieses Buch geschrieben in den 40er Jahren, glaube ich, mit dem Titel Gravity and Grace. Und worum es jetzt hier geht, ist zu sagen, dass die Gravität ja eine Naturkraft ist, die universell ist. Also das heißt, es gibt nichts, was nicht der Gravität unterworfen wäre. Und Gravität wird nicht gemacht. Gravität kommt, aber da überhaupt nicht Expertin drin, das korrekt zu sagen, aber in einem umgangssprachlichen Darstellungen hat Gravität mit der Sonne zu tun, also mit der Sonne als Körper, wo Licht und Masse zusammenfallen. Ja, also in unserer Galaxie ist die Sonne das Gewichtszentrum und gleichzeitig strahlt es. Also die Radiation vom Licht, was sich als Stoff manifestiert, kommt eigentlich von der Sonne. Das heißt, in der Sonne fällt Masse und Licht zusammen. Und jetzt gibt es im Universum viele Sonnen. Ja? Es geht jetzt nicht um eine spezielle Hervorhebung davon. Aber die Sonne stellt unter diesem Gesichtspunkt eine Kraft dar, die sie in den 40er Jahren der Gravität an die Seite stellt. Sie sagt, also worin sie interessiert ist, ist eine Theorie ist eine Auseinandersetzung davon damit, was wir sind. Ja, also es geht um ein Ich, es ist eine Zeit, die Theorien von Freud in der Psychoanalytik natürlich aufgreift, aber in ein Quantendispositiv setzt. Also in der Psychoanalytik, das kennen Sie bestimmt so ein bisschen, ist ja die Vorstellung, dass unser Selbst, was eben auch unsere Psyche beinhaltet, eigentlich wie thermodynamisch funktioniert, durch Transformationen zwischen dem Ich, dem Über-Ich und dem Unterbewussten, die wirklich thermodynamisch gedacht sind. Das heißt, es gibt Umwandlungen, es gibt nie einen Verlust davon und es gibt nie einen Gewinn davon, sondern es ist eine Art Kontinuität, in der sich alle Dinge, die ein Selbst haben, verändern. Das ist jetzt eine extrem vereinfachte Darstellung natürlich. Aber worum es ihr geht, ist dieses thermodynamische Denken eigentlich in ein photovoltaisches, in ein quantenphysisches Denken zu übersetzen. Und ausschlaggebend dafür ist diese Annahme. Sie sagt, wir müssen über auch das Psychische als eine Art Natur denken, also nicht primär theologisch, sondern als eine Natur. Aber diese Natur
entfaltet sich zwischen zwei Polen von universellen Kräften. Das eine ist Licht und das andere ist die Gravität. Und das Licht als Kraft, wie bei Pflanzen, die über Photosynthese wachsen, ermöglichen ein Wachstum, was eben nicht geschlossen ist in einer Kontinuität, sondern was quasi immer daran wächst, dass es sich vorausgabt. Ja, also eine Pflanze, die photosynthetisch wächst, vorausgabt alles, was sie hat, damit sie wieder Licht empfangen kann. Und aus dem Empfangen vom Licht wächst sie weiter. Diese Vorstellung hat sie versucht zu übersetzen in diesem Buch und benutzt den Begriff von Grace, was etwas mit Dankbarkeit zu tun hat. Und Dankbarkeit insofern, als es eben heißt, es gibt nicht für alles ein Gegengewicht. Also es gibt sozusagen eine unilaterale Kommunikation. Also etwas, es ist keine Balance gegeben. Das heißt, sie säkularisiert diesen Begriff des Grace in Bezug zu einem Denken im Umgang mit dem, was man in der Anthropologie eine Gift-Economy, also eine Ökonomie, die mit dem Geschenk umgeht, denkt. Das hört sich alles sehr spirituell an jetzt. Das lässt sich auch nicht ausgrenzen davon. Das ist aber nicht der Punkt, um den es hier geht, sondern es geht hier wirklich darum, eine Mechanik zu finden, wie man solches Wachsen beschreiben kann. Ich greife das Buch deswegen heraus, weil eigentlich ein Eingang für mich in die Architektur zu diesen Themen angeregt worden ist von einem Buch, was eben erst erschienen ist, ich glaube im Dezember oder im November, von Lars Buybrook. Lars Buybrook war einer der frühen sogenannten Computational Architects aus den Niederlanden. Er hat Bücher, also sein Büro heißt Knox Architecture. Ich glaube, er hat auch schon vorgetragen an der TU mehrmals. Er war sehr interessiert daran, wie sich eine Art algorithmisches, mechanisches Denken auf die Konstruktion anwenden lässt. Und er hat jetzt sein jüngstes Buch genannt Grace and Gravity, Architectures of the Figure. Und was sich hier zeigt, ist eben, dass die Figur potenziell vielleicht ein anderes Paradigma in die Architektur einführen kann, als jenes vom Vitruvischen Menschen, aus dem wir gewöhnlich immer die Proportionen abziehen. Und zwar insofern, als die Figur sowas wie die Kleider oder die Erscheinung von einem Menschen als essentiell, als wesentlich setzt. Also eine Figur ist nicht ein statischer Körper, sondern es ist ein Körper, der sich in einer Haltung hält. Eine Figur ist in der Skulptur eigentlich eingeführt auch mit dem Contrapposto, also mit den Messsystemen, wie man Körper in Disbalancen beschreiben kann oder wie man Ausdruck geben kann, wie die Muskeln eine statische Disbalance korrigieren können in den Haltungen. Und das hat in der Skulptur einen enormen neuen Raum an Ausdrucksmächtigkeit eröffnet, die vorher quasi metrisch nicht zugänglich war. Also die Figur hat etwas mit Erscheinen zu tun, viel mehr als mit dem, was wir klassisch Sein nennen. Aber dieses Erscheinen wird konstituierend. Also das Erscheinen ist jetzt nicht etwas Pseudo- oder Oberflächliches oder nicht Wirkliches, sondern es wird quasi der Zugang zu dieser zu seiner Stofflichkeit. Sein Buch geht im Wesentlichen auch um diese Stofflichkeit von Licht. Er führt sehr interessante neue Begriffe eigentlich ein. Er sagt, er will eine Phänomenologotechnik machen. Phänomenologotechnik. Genau so. Phänomenologotechnik. Also es geht ihm um Phänomene, aber Phänomene sind nicht einfach die psychische Wahrnehmung von einem Subjekt individuell, von einer externen Realität, sondern die haben eine materielle, eine objektive, eine dauerhafte Präsenz. Und dafür ist es wichtig, dass das Licht
als Radiation begriffen wird. Also das etwas, was erscheint, ist sozusagen ein Screen. So können wir das denken. Ja? Also etwas, was eine Erscheinung ist, ist jetzt nicht nur ein Eindruck, den wir kriegen von etwas, sondern es strahlt aktiv. To shine forth, das ist seine Vorstellung. Und worum es ihm geht mit Architectures of the Figure, ist jetzt, wie solche Figuren eben nicht als Skulpturen gerinnen und quasi tot dastehen, wie in der Plastik, sondern wie die to stand forth and to shine forth können. Und diesen Bezug sucht er zur Architektur. Und diese Art von Architektur ist in seinem Verständnis Computerarchitektur. Und das ist jetzt der Aspekt, den ich etwas ausführen möchte in Bezug zu diesem etwas auch beängstigenden Begriff einer Atomzeit. Ja, es geht also mir mit der Atomzeit jetzt nicht um eine Kulturdiagnose, die Bedeutung der Bomben und der Technik, der Atomtechnik quasi in einem soziologischen Sinn reflektiert, sondern wirklich in einem physikalischen, in einem wissenschaftlichen Sinn. Hier ist die Passage von Weil, wo sie diesen Bezug macht von einem Selbst, was dann quasi eben immer als Figur lebt, in dem Sinn wie, oder in einem ähnlichen Sinn, wie Spielbrock davon spricht. Sie sagt, like chlorophyll conferring the faculty of feeding on light. Und mit dieser Art von Wachstum ist eine Vernunft verbunden, das ist das Philosophische an ihrem Buch, in der es nicht primär um Urteilen geht, die also nicht primär analytisch ist. Sie haben ja, glaube ich, im Titel von dieser Vorlesung, zu der ich heute eingeladen bin, The Logic of Discovery. Und um eine Brücke zu spannen zu Ihrem Thema, heißt dieses Denken, von dem Sie hier schreibt, das würde heißen, dass diese Logik, eine Logik of Discovery, nicht eine deduktive oder eine induktive Logik ist, sondern eine abduktive. Und die Abduktion, ich weiß nicht, ob Sie mit dem Begriff vertraut sind, die Abduktion heißt sowas wie entführen. Es ist ein Begriff, der eingeführt worden ist von Charles Peirce im 19. Jahrhundert, das war ein Mathematiker, der auch die Semiotik begründet hat. Und Abduktion ist sowas wie ein kreatives Schlussfolgern. Und ein kreatives Schlussfolgern braucht es dort, wo man den Grund für etwas gar nie exakt wissen kann. Also wo quasi der Grund, der etwas bewirkt, die Kausalität, immer schon komplex ist. Das heißt, man muss viele Möglichkeiten. Heute könnten wir sagen, jedes probabilistische Modellieren funktioniert über Abduktion. Das heißt, man muss aus einer übervollen Möglichkeit an Gründen und Systematizität quasi modellieren, was es denn sein könnte, und dann an diesem Modellieren kalibrieren. Ist also ein Begriff, die Abduktion, der die Kreativität und die Logik verbindet. Und zwar in anderer Weise, als das die Kybernetik gemacht hat. Aber das können wir vielleicht später aufgreifen, wenn Sie das interessiert. Es geht also um die Möglichkeit einer kreativen Logik. Und diese kreative Logik heißt aber eben, dass man selber aktiv teilhat an dem, was man eigentlich logisch erfasst. Das heißt, die ist zwar objektiv, aber nicht notwendig in der Darstellung. Und das hat natürlich große Implikationen. Und um mit denen umzugehen, ist eigentlich dieses Buch von ihr auch so wichtig. Aber es ist, das muss ich vielleicht sagen dazu, es ist ein mystisches Buch. Also es ist wirklich, es ist zwar... Buras. Ja, was hat er gesagt? Jemand hat den Lautsprecher. Okay. Also das Buch ist geschrieben in einer Weise, die wir als mystisch beschreiben würden. Es ist aber informiert von der ganzen Wissenschaftsphilosophiegeschichte und auch dem mathematischen Denken. Simone Weil war eine ganz... sie war jüdisch in Frankreich zur Kriegszeit, sie ist dann emigriert und sie ist auch sehr, sehr jung gestorben. Also ich glaube, sie ist mit 36 bereits gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher über die Jahreszahl. Aber es ist ein Buch, was nachhaltig interessant bleibt, weil es eigentlich so schwer zu verorten ist. Es ist mystisch, aber es ist viel wissenschaftlicher als theologisch.
in dem, was es entfaltet. Und es geht also um so eine Art von Dynamik, respektive von Movement, von Bewegung oder von Beweglichkeit auch. Jetzt, will ich Ihnen nochmal in Bezug zu dieser Logik ein Motto zeigen von Michel Serre. Es ist derjenige Philosoph, über den ich letztes Jahr endlich meine Monographie veröffentlichen konnte. Er schreibt etwas sehr Wichtiges hier und er besagt, one exposes oneself when one makes. One imposes oneself when one unmakes. When one unmakes, one is never wrong in effect. I know of no better way to always be right. Ja, das ist einerseits für Menschen wie Sie, die Dinge machen, ja, also die fertigen, die praktisch arbeiten, die mit Fabrikation beschäftigt sind, mit dem Machen von Artefakten, vermutlich selbstverständlich. Ich denke, es ist auch einer der Gründe, warum viele Menschen der Theorie so kritisch gegenübersteht, weil die Theorie in der Regel immer wertgeschätzt wird als etwas, was nur to unmake, ja, was nur analytisch zerlegen kann, sezieren kann, richtigstellen kann, urteilen kann. Und worum es ihm geht jetzt, ist nicht einfach nur dieser Gegensatz, also dass man sich nur dann exponiert, wenn man also etwas wagt, das heißt etwas Wertvolles tun kann, wenn man etwas macht, sondern es geht eigentlich darum, wie man eben auch im Denken etwas machen kann, mit dieser abduktiven Logik. Und zwar muss man dann quasi mit Negation anders umgehen. Ja, also wie kann man etwas unmake, ohne dass man damit Recht haben will? Und das ist das Thema von Simone Weil, genau das. Ja, also sie führt über diese Polarität von Licht und Gravität einen Begriff ein, den sie Decreation nennt. Decreation als das Inverse zur Creation, zur Kreativität. Und wenn Sie sich das Bild von einer Pflanze, die photosynthetisch wächst, vor Augen halten, dann eröffnet sich ein Raum, den wir eben ganz schlecht beschreiben können. Wenn jetzt eine Pflanze, dadurch, dass sie sich völlig verausgabt, wächst und dann dieses Wachstum rückgängig macht, ja, dann ist das quasi ein Verstehenlernen von einer Erfahrung. Es ist nicht ein Auseinanderlegen, ein Auseinandernehmen oder ein Zerstören oder ein Destruieren von etwas, was existiert, sondern es ist eine Einsicht in die Motive und in die Mechanik, wie eine Erfahrung gemacht worden ist. Und das bringt sie in den Zusammenhang mit dem Begriff der Decreation. Das heißt, wenn jetzt eine Theorie nicht primär analytisch vorgehen will, sondern eigentlich selber etwas Wertvolles tun kann, dann geht es darum, solche Erfahrungen zu erschließen. Und solche Erfahrungen zu erschließen, dafür schlägt sie eben jetzt ein mechanisches Paradigma vor. Das heißt, so wie ein Mechaniker vielleicht, die haben ja nicht verstanden, warum Wasser immer nur herunterfließt und nie herauf. Aber man hat es ganz klar gewusst aus der Erfahrung. Aber man hat die Gründe nicht verstanden, als Archimedes die Pumpe erfunden hat. Ja? Aber er hat aus der Erfahrung einen mechanischen Umgang mit dieser Situation erfunden. Und es ist eine ähnliche Neugier, mit der sie sich eben den psychischen, den intellektuellen, den persönlichen Themen widmet. Jetzt, möchte ich Ihnen noch eine weitere, eine Art Kuriosität zeigen, die so ein bisschen die Brisanz oder die Relevanz auch von diesen Spekulationen aufzeigt. Sie haben das vielleicht verfolgt ich bin nicht mehr sicher, ob das letztes Jahr war oder das Jahr vorher. Da war in den ganzen Zeitungen viel berichtet über das Kilogramm. Und das Kilogramm ist ja die Einheit, die eben Gravität misst, also die das Gewicht misst.
Und es ist die Einheit, die in der Aufklärung im 18. Jahrhundert so etwas wie die vereinheitlichende Maßeinheit ist von gesamten metrischen Systemen, mit dem wir organisiert sind. Und das Verrückte ist jetzt, dass dieses Kilogramm sozusagen noch immer in einem Prototyp besteht, den sehen Sie hier. Und diese Prototypen, die verlieren jetzt an Gewicht. Ja, das ist ganz wenig, aber das gehört zur Natur, dass sich Masse zersetzt über die Zeit. Und das ist ein sehr symbolischer Moment für den Umgang mit den metrischen Systemen, wie wir sie kennen. Weil es ging nämlich jetzt darum, in diesem Disput, und ich will Ihnen gerne empfehlen, das zu recherchieren, weil es wirklich sehr aufschlussreich ist über unser heutiges Verständnis von Technik und von Metrik. Es ging darum, dass man diese Maßeinheit vom Kilogramm oder vom Gewicht algebraisch in eine Formel übersetzt und dann die Formel selbst als Referenz verwendet. Also nicht ein stoffliches Artefakt, sondern eine mathematische Abstraktion. Und das Unangenehme dabei ist, dass wir damit die Hierarchie von dem System der Maßeinheiten verlieren. Also es gibt dann nicht mehr eine Weise, wie man die Maßeinheiten systematisieren kann, sondern viele. Und diese Relativierung oder diese ist eine Art stoffliche Zeit, ja, die wir über diese Physik kennenlernen. Also dass die Zeit wie das Licht selber irgendwie materiell wird. Und das bringt unsere Zeit heute mit einer Vorstellung, die im Mittelalter enorm wichtig war und aufgekommen ist und die eigentlich hinter unserer Geschichte vom Computer steht, in Zusammenhang. Und das ist der Begriff des Computus. Und Computus war in der Geschichte, also bis zur Aufklärung, eigentlich die Weise, wie man Kalender quasi gemacht hat. Also der Computus, das war ein algebraisches Denken, ein computational Denken, was eben wie jede Gleichung, also wie jede Algebra zirkulär ist und zyklisch ist. Ja, also nicht linear, sondern zyklisch und eigentlich also Daten in eine Ordnung bringt. Und wörtlich bringt ein Kalender ja Daten in eine Ordnung. Und Sie kennen das von den Schalttagen. Es gibt eben nicht eine Ordnung für die Kalender. Und es war ein Riesenproblem für sämtliche Reiche, für sämtliche politischen Formen, Organisationen, die Kalender zu kalibrieren. Also, dass die Menschen am gleichen Tag Pfingsten feiern, in Europa zum Beispiel. Ja. Oder am gleichen Tag, also weil die Fixpunkte sind sowas wie die Sonnenwenden, also Äquinox und Solstice, die Sonnenwende, vier Tage im Jahr, wo quasi der Kreis sich ausgeglichen ist, könnte man sagen. Nur die verschieben sich. Also die sind nicht immer am gleichen Tag. Und darüber ist eigentlich jede Ordnung vom Kalender in Bewegung. Und der Computus war das Wissen, wie man eben Kalender gemacht hat. Ja. Und Sie können sich vorstellen, dass da ganz viel Symbolisches für eine Gesellschaft auf dem Spiel steht. Ich habe Ihnen hier das Inhaltsverzeichnis, nur damit Sie abstrakte Vorstellungen sind, in denen wir gewöhnlich nicht denken. Also, dass Sie sich das besser vorstellen können, was die Kalenderzeitrechnung bedeutet hat. Das hat bedeutet, dass man die Vorstellung hatte, dass es so etwas wie eine universelle Zeit gibt, also die auch am anderen Ende der Welt gleich zählt wie hier. Damit verbunden waren Vorstellungen, wie man, dass man Zeit speichern kann, also dass man Geschichte schreiben kann und ob denn diese Geschichte auch global ist, dass man Geschichte planen kann, also Zeit geben kann und aufbrauchen kann, weil es ja metrisch festgehalten ist in den Kalendern,
dass man Zeit zuweisen kann, die Weide dann der Pointed Time, das sind dann Dinge, die mit den Fabriken zum Beispiel im 20. Jahrhundert, ja, im 19. Jahrhundert wichtig werden, wo zum Beispiel plötzlich die Vorstellung aufkommt, dass unsere Zeit in Freizeit und nicht freie Zeit geteilt ist. Das sind alles Entwicklungen, die sehr, sehr fundamental in jede Organisation von Gesellschaft eingreifen. Und dann gab es in Bezug zu dem Computus eigentlich zwei große Entwicklungen. Die eine waren die mechanischen Uhren, im 14. Jahrhundert, also Renaissance, erfunden wurden. Und mechanische Uhren heißt, es sind Uhren, die nicht mehr auf Sonnenuhren oder auf Wasseruhren oder so, also auf Uhren, die mit den stofflichen Elementen der Natur gedacht sind, sondern die davon abstrahieren. Und mit den mechanischen Uhren konnte man Rhythmus denken. Und über Rhythmus gab es eine neue Art von Wissenschaft, die Chronologie. Damit ist eigentlich erst die Vorstellung aufgekommen, dass Geschichte und das Geschichtenerzählen, also die Literatur, zwei unterschiedliche Dinge sind. Und was wir eben jetzt im 20. Jahrhundert haben, ist, wir haben Atomzeit. Das heißt, wir messen die Zeit vollkommen unabhängig von jedem Kalender, aufgrund von Lichtgeschwindigkeit, was uns quasi Distanz in der Zeit gibt, und Atomgewicht. Ja? Nur mit diesen Vorstellungen der Atomzeit kann unsere heutige Wissenschaft sagen, dass das Universum vor 14 Billionen Jahren im Big Bang entstanden ist. Also diese Bezifferung eines Alters vom Universum, das geht nur über Atomzeit. Ja? Und das ist eine verrückte Vorstellung. Und was man sich jetzt eigentlich also vor Augen halten muss, ist, dass damit der Big Bang zu einem Event wird, für die Art, wie wir über Zeit denken, der fast analog ist wie das Jahr Null, ja? in der christlichen Zeitrechnung. Das ist ein sehr symbolischer Moment, der eben die Zeit rein wissenschaftlich, säkulär und positiv beschreibt. Und was wichtig ist, ich will das überhaupt nicht in Zweifel ziehen, im Gegenteil, aber was wichtig ist, ist, dass damit die Wissenschaft sozusagen sich selber Grenzen setzt. Sie sagt nämlich, woher der Big Bang kommt, dazu können wir in der Wissenschaft nichts sagen. Wir können über die Entwicklung der Dinge, über die Evolution von Stofflichkeit, Materie viel sagen, aber bis zu der Grenze von so einem Event, an dem wir das kalibrieren. Hier habe ich Ihnen ein Buch, ein jüngeres Buch, was diesen State of the Art in der Astrophysik sehr schön einführt und darstellt. Leider ist es, glaube ich, noch nicht übersetzt ins Englische, aber es wird analoge Publikationen geben, das ist kein Spezialwissen oder sowas, mit dem Titel Le Grand Récit de l'Univers, also der große, ja, Récit ist genau wieder so ein Wort, ja, das ist nicht einfach ein Narrativ, ein Récit, das kommt wörtlich von recevoir, also von empfangen, das ist sowas wie können wir die Größe ermessen von der Geschichte, die wir wissen können, in einer Art Geschenklogik, in einer Art Empfangslogik. Deswegen ist das so genannt, also es ist Geschichte, aber nicht objektive Geschichte wie die Geschichtswissen. Also schon, ja, Sie können selber darüber puzzeln, wie man das auflösen kann, aber der Begriff ist wichtig, dass er so gesetzt ist. Es ist ein Buch, was diese Zusammenhänge darstellt, wie wir heute über den Big Bang, über das Entstehen von Materie, was wir wissen über das Entstehen von Galaxien. Weil das Verrückte ist ja, dass die Galaxien und auch die Sterne heute wirklich eine Natur haben, in dem Sinn, dass wir wissen, dass die geboren werden und sterben. Ja. Also die sind nicht ewig, die Himmelskörper. Und das ist etwas, was man nie so gedacht hatte in der Zeit. Und damit kommt dieses Interesse an Materie. Das Buch fragt also, wie ist überhaupt Materie entstanden? Ja, die Materie von unseren Körpern, also vom Leben, aber auch die von den Sternen. Es trägt diese ganzen Erkenntnisse zusammen und es tut mehr. Es will nicht nur informieren, sondern es ist daran interessiert, dass dieses Wissen heute, der heutigen Physik, was Quantenphysik ist, Eingang findet in
Begriffe, mit denen wir in fast allen Gebieten umgehen, notwendigerweise, nämlich Materie, Licht, Raum, Zeit, Kraft und Bewegung. Ja, also sie versuchen, eine Art Lexikon vorzuschlagen, wo klar wird, wie diese Begriffe anders gedacht werden müssten. Nicht einfach neu erfunden, sondern anders gedacht werden müssen, als das bisher der Fall war. Und dieses anders gedacht werden, das ist wichtig, das ist eine Art, das ist ja nicht so, dass die Quantenphysik der klassischen Physik widerspricht. Es ist nur so, dass sie die Physik auf anderen Skalen beschreiben kann, wo es die klassische Newton'sche Physik nicht kann. Aber die widersprechen sich nicht, die sind einfach nur auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Abstraktionswelten zu Hause, könnten wir sagen. Und in einem ähnlichen Sinn geht es darum, solche wirklich grundlegenden Begriffe quasi auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und der Hintergrund, warum ich Ihnen auch davon erzähle oder warum ich denke, dass das jetzt nicht einfach nur Liebhaberei ist, sondern wirklich wichtig, ist, dass wir heute in einer Situation leben, wo wir eine Explosion an Wortschätzen haben, also wirklich eine Explosion an neuen Worten, die fast alles technische Begriffe sind, aus dieser neuen Wissenschaft, aus dieser quantenphysikalischen Paradigma, womit eben alles anders wird, also Biologie wird ganz anders, wir haben Genetik, es wird alles anders. Und das sind so viele Worte, die eigentlich niemand kann. Ja? Das sind Worte, die sehr klinische Fachbegriffe werden, in denen niemand sprechen kann. Und wenn die Menschen aber mit diesen Worten nicht verbinden können, dann gibt es eine Abkapselung von Wissenschaft und Alltag, sodass wir zunehmend denken, was die Wissenschaft findet, ja, was diese ganzen Logics of Discovery Adventures, was die uns bringen, wird ja, relativ ignorant zur Selbstverständlichkeit. So wie wir ja kaum verstehen, wie solche Geräte funktionieren. Ja? Also ein Smartphone, das hat die Welt verändert wie kaum etwas in den Jahren 2000 plus. Aber wie das möglich ist, wie das wirklich geht, also wie diese Vernetzung funktioniert, die wenigsten Leute haben einen Begriff davon. Und so geht es eben mit fast allen technischen Infrastrukturen, die unseren Alltag so in einen solchen Wohlstand bringen und in eine solche Reichtum bringen. Und fast alle Menschen sind completely illiterate in Bezug dazu. Und das ist der Punkt, der hier aufgegriffen wird. Weil wenn wir anfangen, diese Grundbegriffe, die überall drin sind, ja, die sind so elementar, weil sie so abstrakt sind, nicht weil sie so konkret sind. Wenn wir diese Grundbegriffe anfangen, neu zu besetzen und neu aufzuladen, dann findet eine Adaption statt von unseren Vernaculars, unseren Umgangssprachen, in denen diese Vorstellungen Platz finden. Ein Beispiel ist die Relativität. Ja, dort ist das passiert. Also nachdem Einstein diese Sachen veröffentlicht hatte, wurde Relativität plötzlich ein Modewort. Alles wurde als relativ beschrieben. Und das ist eine Art Kennenlernen davon, ja? In allen Disziplinen. Und von solchen Worten gibt es eben viele. Also das ist die Atom. So viel erstmal zur Atomzeit. Und jetzt möchte ich im Folgenden versuchen, von einem Unterschied zu sprechen zwischen Atomzeit und atomischer Zeit. Also die Atomzeit zu einem Adjektiv machen. Atom Time versus Atomic Time. Und diese Atomic Time, die hat jetzt ganz viel mit dem Kreativen zu tun, die hat viel mit Schaffen, mit Artefakten zu tun, in denen diese Begriffe anders gedacht werden. Es geht damit um eine Quantumoptik und konstituierend für die Quantumoptik sind Begriffe wie Spektren, Polaritäten, Oszillationen, aber auch Daten. Ja, Daten, insofern als Daten von Messung separiert sind, also nicht die Länge von etwas, sondern die Länge von etwas als Datum. Das heißt, ich kann es auch anders lesen. Ja, also die Algorithmen, wenn heute die Machine Learning Algorithmen
Profile machen davon, was uns interessiert beispielsweise. Wenn Amazon mir Vorschläge macht von Büchern, von denen ich noch nie gehört habe, wenn ich sie aber anschaue, dann treffen sie wirklich, was mich interessiert. Dann ärgert mich das einerseits furchtbar und andererseits bin ich aber wirklich fasziniert davon, dass das geht. Und das geht eben genau deswegen, weil quasi die Spuren, die ich hinterlasse in den Dingen, die ich suche, als Daten behandelt werden. Also nicht bedeutungsvoll, sondern rein über Konstellationen. Also dass die erst im Muster, im Verbund mit anderen Daten ein Muster erzeugen, was dann die Algorithmen lesen und dann an mich zurückspiegeln. Und deswegen werden diese Empfehlungen besser, je mehr ich Amazon brauche. Ja. Das ist Daten. Daten ist nicht das Gleiche wie eine definite Messgröße. Und alles wird heute so beschrieben über Daten. Und über diesen Umgang jetzt gibt es ein Interesse, was im Zentrum von dieser Atomzeit oder eben Atomic-Zeit steht, so wie Weil angefangen hat, das zu thematisieren, nämlich einen neuen Bezug zu der Weise, wie denn Daten gegeben sind. Ja. Daten heißt ja wörtlich das Gegebene. Und dann auch, wie man über Form denken kann. Das heißt, es geht um eine Vorstellung, wie man Daten nicht einfach nur konsumieren kann. Ja? Also wie man in Bezug zu Daten wieder so etwas wie Form denken kann, weil Form ja das ist, was die Dinge durch die Zeit trägt. Also Form ist unzeitlich, wie eine Art Vehikel, was die Dinge invariant belässt, obwohl die historische Zeit vergeht. Und das ist auch der Grund, warum Form im Kern ein mathematischer Begriff ist. Weil die mathematischen Formen, die sind heute genauso gültig, wie sie vor 2000 Jahren waren oder irgendwann vorher. Und in dieser Konstellation hier spielt die Skala eine große Rolle. Und die Skala denken wir ja oft oder meistens eigentlich als eine Art Synonym für die Dimension. Also wir denken Skala im Raum als gleichbedeutend mit Dimension. Und damit entkräften wir den Begriff der Skala. Ja? Weil die Skala eigentlich aus der Harmonik kommt, das heißt aus der Musik kommt, wo sie bestimmte Notationssysteme verfügbar macht, die gleichzeitig in Resonanzen oder eben in Stimmungen, also atmosphärisch gedacht werden müssen. Und dieses ganze Denken über Skala, was atmosphärisch ist, hat höchste Relevanz in Bezug zu den heutigen Themen von Klimatechnik und von Recycling und von Lebenszyklen und so weiter, weil sie eben das möglich macht, komplexe Koexistenzen der Dinge zu denken. Darauf komme ich gleich bei den Architekten, die ich Ihnen in diesem Licht vorstellen möchte. Sie werden die meisten kennen, denke ich. Wie bin ich in der Zeit? Soll ich mich kurz fassen? Nein, nicht unbedingt. Also ich finde es sehr spannend gerade. Okay, dann mache ich noch einen kleinen weiteren Exkurs, bevor ich zu den Architekten komme. Mit diesem Buch hier, das ist ein Buch, das 2013 erschienen ist, wiederum von Michel Serre. Das war die Zeit nach den letzten größeren Finanzkrisen mit dem Titel Times of Crisis. Und der Untertitel: What the Financial Crisis Revealed and How to Reinvent Our Lives and Future. Das ist ein großer Titel. Das Buch ist ein kleines Buch. Es hat knapp 100 Seiten. Aber es macht sehr gewichtige Aussagen. Und die wichtigsten möchte ich Ihnen hier andeuten. Am besten lesen Sie das natürlich selber nach. Aber was er einführt, ist eine neue Weise, über Proportionalität zu denken. Und zwar Proportionalität in Bezug zu Krisen. Das heißt, er fragt sich, wie können wir das Gewicht von Krisen ermessen? Der Titel, um den es hier geht, heißt jetzt nicht zeitdiagnostisch, obwohl das auch zutrifft, aber er heißt nicht primär zeitdiagnostisch, 2013 ist eine Zeit von größter Krise, ja, die sich widersetzen wird und dann wird es wieder Normalität geben. Sondern was es eigentlich sagt, ist, unser Bezug zur Zeit ist immer schon einer in Krisis. Krisis
heißt wörtlich, to judge, also zu bewerten, zu urteilen, aber in einem Sinn, der die Sache eigentlich unberührt lässt. Ja, also er nimmt dann das Beispiel, to explain the meaning of a term sometimes helps to clarify its significance. For example, a theater critic gives the summary of a play, a short one, to avoid giving the plot away, but ends up calling it excellent or bad, a good or bad production. Ja, ein Kritiker in diesem Sinn nimmt einen Event, eine Aufführung beispielsweise im Theater, nimmt einen Event und versucht, den zu bewerten. Und ein solches Verständnis will Serre jetzt verallgemeinern. Er sagt, was wir erleben mit den Finanzkrisen, ist sowas wie ein Erdbeben. Weil bei einem Erdbeben es immer so ist, dass die Gründe, die dazu führen, auf geologischen Skalen sich quasi aufladen, kann man sagen, die wir normal nicht sehen. Also bei einem Erdbeben, ja, er schreibt, sometimes an earthquake causes just one ripple on the ground, a few cracks, and fissures in works of art, bridges and buildings. After thousands of years of earthquakes, a large crevice appears in the landscape like those in Iceland or in the San Andreas Fault in California. After they have become visible and are printed on a map, those traces and marks both reveal and hide a giant fault at the level of the lower plates that moves slowly but then suddenly break off unseen in tectonic abysses. Das heißt, es gibt eine Art Kausalität aus der Tiefe der Zeit, die zu diesem Phänomen von Erdbeben führt. Also eine Art materielle, eine geologische Körperlichkeit von Zeit, die zu oberflächlichen Entladungen oder eben Events führt. Und das gleichzeitig sehr provokante, aber auch enorm tiefsinnige, ist, dass er die Finanzkrise so beschreibt. Er sagt dazu, this is the subject and outline of my book, the financial and stock market crisis that rocks us today is probably superficial, but it hides and reveals ruptures in time that go beyond the duration of history itself, just like those faults in the lower plates far below what is visible in space. To access those buried causes requires that we leave today's financial data behind. Das heißt, er macht klar damit, dass es ihm jetzt nicht darum geht, quasi eine finanzwissenschaftliche Lösung oder Einschätzung der Lage zu geben, sondern er hat ein Buch geschrieben, was ein paar von den Faktoren, die in dieser Tiefe wirken, die dann zu dem Phänomen, zu dem Erdbeben der damaligen Finanzkrise führt. Und zu diesen Faktoren gehören Dinge wie beispielsweise, dass wir seit 1900 plus minus, ja, also bis dahin, haben ungefähr 80-90% der Weltpopulation von der Landwirtschaft gelebt. Das heißt lokal, sesshaft, agrikulturell. Städte waren die Ausnahme, das städtische Leben war die Ausnahme. Die Menschen waren sehr stark verankert, verwurzelt, würde man sagen, und haben direkt von der Produktion, von der agrikulturellen Produktion gelebt. Das hat sich auf drastische Weise verändert. Das ist heute ein sehr, sehr kleiner Teil der Menschen, die noch auf diese Weise territorial und von Landwirtschaft lebt. Ein anderer Faktor, es sind viele, die er beschreibt, die aber ähnlich sind. Und worum es ihm geht, ist zu sagen, wie kann ich jetzt das Gewicht von einer Krise ermessen? Also wie kann ich ein Event wie diese Wirtschaftskrise, wie kann ich ermessen, wie wichtig die ist oder wie viel Gewicht die hat? Wie kann ich einschätzen, was da gerade passiert? Und was er vorschlägt ist, wir müssen solche Events in eine Proportion setzen zu den Perioden, die sie abschließen. Ja? So how can we estimate and measure the importance and novelty of an event if indeed the measure is proportional to the length of the period it closes? Und das ist ein sehr starker Gedanke, weil
Dann zum Beispiel, also ein Event ja immer heißt etwas, was man nicht erwarten konnte. Etwas, was eingefallen ist in den normalen Lauf der Dinge. Etwas, was unvorgesehen kommt. Das heißt, ein Event ist fast schon ein Synonym für etwas Neues. Und es gehört ja dazu, zu allem Neuen, dass, wenn es wirklich neu ist, niemand wissen kann, was es ist. Ja, so. Und was er jetzt hier vorschlägt, ist eine Art Ermessen von solchen Events, dass man sie von anderen abgrenzen kann, dass man besser Relevanzen verteilen kann, dass man in diesem Spektakel, wir leben ja bekanntermaßen in einer Spektakelgesellschaft, wo eben Neuigkeiten immer wieder Events postulieren müssen und machen müssen und interessant machen müssen, um überhaupt über die Medien zirkulieren zu können. Das heißt, es gibt eine Informationsflut an zum Teil extrem irrelevanten Dingen. Ja? Und die relevanten Dinge geraten aus dem Blick. So, das ist eine Perspektive auf die Informationsfülle, auf die Informationsflut, in der wir leben. Und das ist ein Hintergrund, wie man anfangen kann zu ermessen, was das eigentliche Gewicht der Dinge ist. Indem man eben diesen Event nicht einfach konsumiert als etwas Aufregendes oder Unterhaltendes, sondern sich kritisch damit in ein Verhältnis setzt und eben fragt, was macht es denn überhaupt zu einem Event? Also was für einen Erwartungshorizont wird mit diesem neuen Ding abgeschlossen, übertroffen? Ja? Und das ist eine Proportionalität, die in der Zeit aber von Gewicht, also von einer Art Stofflichkeit ist, die extrem interessant ist und sehr, sehr mächtig, um eine bestimmte Autonomie wiederzufinden für die sogenannte Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ja. Also dass wir wieder merken, auf was wir Aufmerksamkeit geben wollen und nicht nur konsumieren, was uns serviert wird. Dahinter steht noch ein anderes Interesse. Das ist jetzt nicht, es geht nicht um ein Moralisieren über solche Dinge, sondern es ist wirklich eine Proportionalität, die er einführt mit dem Interesse, die Gründe, die zu solchen Eskalationen, könnte man sagen, wie die Finanzkrise, zu solchen Erdbeben, symbolischen Erdbeben geführt haben, und diese Gründe in den Griff zu bekommen. Und die Diagnose, die er macht, ist eben, dass diese Eskalationen viel damit zu tun haben, dass wir uns nicht mehr aktiv mit dem Intellekt beschäftigen. Weil die Phänomene, die Technik uns gebracht hat und eben die Welt dermaßen verändert hat in den letzten 200 Jahren, ja alles Früchte des Intellekts sind. Und wir aber quasi in einem Intellekt denken, der nicht mehr für die heutige Zeit passt, weil er sich nämlich evolutionär ausgebildet hat an den sogenannten Hard Facts, an den harten Wissenschaften und nicht an den soften. Der Unterschied ist, man könnte sagen, zwischen Quantenphysik und zwischen Informationsphysik vorheriger Physik. Thermodynamik oder klassische Mechanik oder wie auch immer. Ja. Also während für die Menschen, solange sie landwirtschaftlich gelebt haben, die stofflichen Dinge, die man anfassen kann, auf diesen Skalen, die man bearbeiten muss, die man kontrollieren, also in Kontrolle bringen muss, existenziell wichtig waren, ist für unsere Lebensweise Information zunehmend existenziell wichtig. Und unser Intellekt hat sich aber daran ausgebildet, mit diesen direkten, territorialen, harten Wissenschaften zu denken, die man erobern muss. Die man erobern muss und meistern muss. Das heißt, in eine Confinement, also in eine Sicherheit bringen muss. Während die Information Werte wie Sharing, Coexistence, Participation und eben auch Komplexität und Multiskalarität bedeutet. Das heißt, Informationen können wir nicht territorialisieren. Die zirkulieren. Ja, die lassen sich nicht verorten. Die zirkulieren. Die sind wie eine Currency, wie eine Währung, ständig in Zirkulation und verändern sich in der Weise, wie sie zirkulieren. Und sein Punkt jetzt ist, und das ist der Absatz hier, Homo sapiens has intelligence.
He never stopped using its power, but mostly to dominate, to go first, become the strongest, to crush everything and everybody on its way, and to win. With intelligence as a weapon, he conquered nature and his miserable peers in the course of a worrying evolution that is ending with a victory. However, so paradoxical, it might in turn lead to the species eradication. Das sind Themen, die jetzt heute, fast 10 Jahre, 7, 8 Jahre später, noch viel drastischer in unserem Bewusstsein sind, natürlich, als damals. Aber die Frage ist, so, how can this defeat be avoided? Und seine Antwort, by changing this defective weapon. Yes, I mean intelligence. Ja. Sein Punkt, und das ist der Grund, warum ich ihn als Philosoph so schätze, ist zu sagen, was wir uns heute leisten, wenn wir sagen, der Intellekt ist suspekt. Wir wollen lieber pragmatisch, praktisch, begreifbar, ohne große Abstraktionen und uns verwirklichen in den Dingen, dann ist das gefährlich, weil der Intellekt, wir können den nicht loswerden. Dass wir Intellekt haben, ist so wie, dass wir Hunger haben oder Gefühle haben oder Neugier haben oder so. Man kann den kultivieren im Umgang, aber der geht nicht weg. Und der Intellekt, den wir haben, ist quasi, hat sich evolutionär in eine Richtung entwickelt, die wir umdrehen müssen. Ja, also die wir in ein solches Zirkulieren bringen müssen, wo dann eben die Werte, die ja die Informationsökonomie auch beschreiben, die alle partizipativ sind und anders funktionieren als bisher. Daran müssen wir unseren Intellekt schulen und entwickeln. Und das ist interessant und wichtig, weil es uns auch einen anderen Bezug gibt zu der künstlichen Intelligenz und wie wir uns in Bezug dazu stellen können. Aber darauf will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Ich habe also vor dem Hintergrund dieser Überlegungen habe ich in meiner Vorlesung in diesem Semester Architekturtheorie 2 das Motto gewählt: By Way of Scale, Architecture and the Abduction of Space. Ja, das ist also die Vorstellung, dass quasi der Disput, über den vor allem auch die Kunsthistoriker sich endlos äußern, nämlich ob Raum eine Illusion ist oder ob er wirklich real ist, abstrahiert, Distanz nimmt und sagt, Raum ist immer schon etwas, was aus der Zeit entführt ist, durch eine Logik, die inventiv ist, die erfinderisch ist. Die so erfinderisch ist, wie das auch die Mathematik in der Physik ja zeigt. Ja? Also der Begriff der Energie ist ein anderer im 12. Jahrhundert, wo man Wasserwerke, Wasserräder hat und die Technik von damals, ja, Windmühlen und so weiter, ist auch Energie, wie dann mit der Thermodynamik und den Kraftwerken, also der Kohle zum Beispiel, die Fabriken, das ist auch Energie, aber abstrakter, mächtiger. Das Gleiche abstrakter, mächtiger verfügbar gemacht. Und das tut die Mathematik. Und die Quantenphysik ist wieder ähnlich in Bezug zur Thermodynamik. Und mit jeder dieser Erschließung der Natur, technischen Erschließung der Natur, kommen auch andere Raumbegriffe. Das heißt, diese Raumbegriffe werden eigentlich aus dem entropischen Strom der Zeit, der einfach verströmt, sichergestellt. Ja, also abducted, ja, entführt in so einem Sinn. Das war das Thema, in dem ich mich zum Beispiel mit Daniel Libeskind, mit Peter Eisenman, mit Kengo Kuma, mit Junya Ishigami, mit einer ganzen Reihe von gegenwärtigen Architekten beschäftigt habe und eigentlich versucht habe, diese Figur zu finden. Wie gehen die mit Scala um in ihrem Denken? Und sind diese Überlegungen irgendwie am Werk, oder kann man zumindest vermuten, dass sie am Werk sind in deren Zugang? Wichtig dafür ist, wie gesagt, dass wir Scala nicht als Größe denken, also nicht als räumliche Länge zum Beispiel oder sowas, nicht als eine räumliche Messgröße, sondern dass wir Scala über die Algebra und über die Musik, über die Harmonik denken. Weil die Harmonik uns auch die Spektralanalysen in der heutigen Materialwissenschaft, ja, zum Beispiel unterliegt. Also wenn Sie, in der, ich weiß noch nicht, wie das hier heißt, in der Schweiz gibt es
Linien von Lebensmitteln, die heißen Fine Food. Das gibt es im Coop und in der Migro heißt es irgendwie anders. Und das sind Lebensmittel, wo die Geschmäcker enorm intensiviert sind, aber auf, sie sagen, natürliche Weise, aber es ist natürlich chemisch gemacht, aber natürlich ist die Chemie natürlich. Was denn sonst? Ja. Das weist quasi auf die Absurdität, Natur und Artefakt trennen zu wollen im Umgang mit solchen Produkten. Aber was gemeint ist, ist, dass das komplizierte technische Verfeinerungsverfahren angewandt werden, die eben Modelle machen der verschiedenen Aromen und dann die Aromen intensivieren können, zum Beispiel. Und diese Lebensmitteltechnik, die arbeitet mit einer abstrakten Harmonik. Also wenn ich von abstrakter Harmonik spreche, dann meine ich damit nicht irgendwie eine spirituelle Friedensvorstellung oder sowas. Ja. Zumindest nicht in so einer vereinfachten Version. Wenn man jetzt die Skala von der Größe und vom Raum trennt, dann wird klar, dass jede Messgröße, ich zitiere Ihnen hier von einem schönen Artikel von einem Kunsthistoriker, von zwei Kunsthistorikern, die dieser neuen Aufmerksamkeit auf Skala nachspüren. Dann ist es so, dass jede Größe, jede metrische Größe als kodifiziert gelten muss. Ja. So size is codified by shared measuring practices, which automatically relate to the authority wielding such practices. Und die Formulierung hier ist verrückt, ja, also wielding such practices, wenn Sie das meine ich mit Worte ernst nehmen. Überlegen Sie sich, was das heißt. Eine Praxis, die in der Gewalt steht von etwas, ja. So wielding, das ist ein Begriff, den wir für das Walten der Naturkräfte verwenden. The wielding of power in nature. The wielding, das verwendet man sonst eigentlich nicht. Jetzt gibt es jede Praxis, steht in der Gewalt von Measuring Practices, die den Code vorgeben. Und das ist wichtig zu begreifen heute, weil ja wir alles messen. Und zwar alles auf enorm vielfältigste Weise messen und immer meinen, das Messen gibt uns Objektivität. Ja, dass das nicht so ist, greifen zum Beispiel Leute wie Graham Harman mit dieser objektorientierten Ontologie auf, die sagen, das Objekt ist überhaupt nicht rein rational, das Objekt verkörpert etwas Magisches. Ja? There is a withdrawal. Also das Objekt ist das, was sich genau immer entzieht. Und zwar, weil eine solche symbolische Vermittlung drin ist in jeder Objektivität, die sich übers Messen konstituiert. Also der Begriff der Skala, der genau versucht, sich von Raum frei zu machen. Und vielleicht hilft ein Beispiel, ich habe den jetzt nicht hier, aber Sie werden ihn kennen, der kurze Film The Power of Ten, The Powers of Ten von Eames. Das ist dieser Film, wo zwei Menschen im Park liegen und picknicken und dann geht die Kamera immer in Potenzschritten, also hoch 10, hoch 10, hoch 10, ins Weltall, so weit wie es geht und kommt wieder zurück zu den beiden und geht unter die Haut in die kleinen Größenordnungen und macht immer den gleichen logarithmischen Schritt hoch 10, hoch 10, hoch 10, hoch 10 und suggeriert dabei, dass die Dimensionen, dass die Skala, dieser Schritt, der immer wiederholt wird, hoch 10, hoch 10, hoch 10, dass diese Skala einförmig ist für sämtliche Größenordnungen der Dinge, also für die Viren und Bakterien und was weiß ich, was man findet in der Stofflichkeit von einem Körper bis zu den Galaxien, wo wir gesehen haben. Das ist ein und dieselbe Skala ist, die uns diese Welten erschließt. Und das ist, so schön diese Vorstellung ist, genau die Vorstellung, die wir loslassen müssen. Ja, wenn wir uns mit dieser neuen Rolle von Skala, die quantenphysikalisch ist, intellektuell beschäftigen, wenn wir uns daran kultivieren wollen. Und genau das tun, zu meiner großen Freude und Überraschung, viele der wichtigen Architekturtheoretiker in den letzten Jahren. Und wonach man suchen muss, ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Nicht- und Negation in deren Werk. Ja, ich habe Ihnen am Anfang bei Simone Weil von dieser Figur der Decreation erzählt, die eben nicht das gleiche ist wie Destruction. Das ist nicht etwas
wegmachen, also annihilieren, sondern es ist das analytische Erschließen von einer Erfahrung, die nicht in einer bestimmten notwendigen oder abstrakt verallgemeinerten Weise geschehen kann, sondern sozusagen figurativ geschieht. So wie das Wachstum der Pflanzen, die sich darüber, dass sie sich verausgaben, wachsen können. Diese komische Art von figurativem oder ornamentalem Wachstum, das ist ein weiterer interessanter Punkt, auf den ich gestoßen bin. Die Rolle von Pflanzen in Ornamenten in der Architekturgeschichte. Pflanzen sind immer ornamental oder in diesem Sinn kosmisch gedacht gewesen. Pflanzen waren im Verständnis so etwas wie das Ornament vom Kosmos, also ja, der Schmuck des Kosmos, was eine interessante Verdoppelung ist, weil der Kosmos selber schon Schmuck heißt. Also die Pflanzen haben eine interessante Rolle und Leute wie Emanuele Gaccio, der wird gerade ganz aktuell in der Architektur, hat verschiedene Bücher geschrieben und eine davon, die Metaphysik der Pflanzen, wo er das entwickelt, wie das zu denken ist, weil die Pflanzen buchstäblich zwischen Erde und Himmel, den Raum zwischen Erde und Himmel aufspannen. Und wir werden sehen, wie das relevant ist für das Denken, dem Leute wie Junya Ishigami nachspüren. Im Kern davon ist also eine Art von Umgang mit dem Nichts, was über die Negation symbolisiert wird und deswegen nicht nihilistisch ist. Und um das geht es im Unterschied zwischen dem, was ich Atom Time und Atomic Time nennen möchte. Das heißt, Atomic Time ist zu dieser objektiven chronologischen Zeit, die wir über die Atomzeit uns erschließen, quasi Zeit, die stofflich angereichert ist. Ja? So wie Pflanzen sich anreichen mit Licht und dann werden, was auch immer sie werden. Ich nenne diesen Umgang mit Nichts und Negation metaphysische Gesten. Und hier kommt der Aspekt der Figur oder der Figuralität wieder zum Vordergrund. Es ist keine Metaphysik, weil eine Metaphysik ja ein Dogma fassen möchte, also eine Lehre, die erklärt, wie es wirklich ist. Und eine metaphysische Geste lernt jetzt quasi von den verschiedenen Dogmen, wie das dort gelehrt wird und eignet sich die Gesten an. Also wird quasi rhetorisch damit. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Figur, um auch die Geschichte der Architektur zu verstehen. Immer wieder haben die Architekturtheoretiker bei Vitruv angefangen und die Renaissance natürlich, aber dann auch bis in die Aufklärung, sich eigentlich an der Rhetorik orientiert. Also die Grundbegriffe bei Vitruv sind von Cicero und Varro übernommen, aus der Beschreibung, wie man eine Rede fertigt. Ja, hat Vitruv gesagt, analog dazu, wie die Rhetoriker sagen, wie man eine Rede auf gute Weise fertigt, ohne zu sagen, worüber man reden soll, sondern wie geredet werden soll, technisch, so muss die Architektur nicht sagen, was gebaut werden soll, sondern wie gut gebaut werden kann. Das ist eine wichtige Quelle, die wir auch weitgehend eigentlich vergessen haben. Es geht jetzt also bei den dreien, also die ich besprochen habe, nicht drei, sondern sechs. Bei Liebeskind habe ich die Chamberworks angeschaut und auch wieder den Titel sehr ernst genommen. Ja, was heißt denn das? Chamberworks, weil ein Chamber ja ein Innenraum ist. Aber was er damit benennt, ist ja eigentlich eine Art Arbeit, die den Innenraum erst produziert, in dem die Arbeit stattfindet. Ja. Also da muss man diese metaphysischen Gesten anwenden, weil das sind Paradoxien und Absurditäten. Aber genau darum geht es mit Negation, mit dem abduktiven Umgang von Negation. Also dort, wo man in der linearen Logik eigentlich einen Endpunkt findet, entweder es ist absurd oder es ist paradox, dort kann man neue Raumvorstellungen daraus entführen. Und das tun die alle. Das tun die alle. Das will ich Ihnen ganz kurz andeuten. Bei ihm hat es damit zu tun, dass er sowas wie ein mechanisches Zeichnen kultiviert, wo er sagt, die Botschaft, also respektive, es ist ein Zeichnen, was nichts zeichnen will, aber dieses Nichts kann quasi mystisch entstehen. Ja?
Also das, so was er will nichts zeichnen, zeichnet aber etwas. Nur was dieses Etwas ist, entsteht aus der Kontemplation von den Menschen, die es anschauen. Das ist eine, ich würde das eine mystische Umgangsweise damit nennen. Er selber spricht von Hieroglyphen, von Notationssystemen, die wir vergessen haben. Also es ist nicht so, dass man die einfach entziffern kann und dann wäre es klar, sondern alle diese Hieroglyphen, von denen er die Fragmente bricht, wenn er so zeichnet, sind schon wieder kryptografische Renderings von anderen Hieroglyphen, die wir auch vergessen haben. Also so, das ist eine, deswegen nennt er es Meditationen über die Welt von Heraklit, also vom antiken Atomismus. Nee, Moment, der Heraklit war, der, wo alles im Fluss ist. Ja. Der spricht auch von Auguri, also von Zeichenlesen. Also die Auguren waren die Leute, die quasi aus dem Vogelflug zum Beispiel Omen gelesen haben und sowas. Das ist der Raum, in dem er mit dieser Negation umgeht, in der er das Nichts quasi kultivieren will, ohne nihilistisch zu werden. Das ist eine Leseweise davon. Ja, ich sage überhaupt nicht, dass sich alles, was er tut, darin erklärt oder erschöpft. Aber es ist ein, quasi seine Arbeit in diesen Platten im Licht von diesem Interesse an einer Atom Time versus Atomic Time. Ein weiterer Text, eigentlich sehr weit weg, könnte man meinen, aber mit ähnlichen Fragen befasst, war dieser hier von Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture. Das Absolute ist das, was, keinen, also was sich nicht weiter ergründen lässt oder begründen lässt. Also was man quasi was man einfach zur Kenntnis nimmt. Ja, absolut heißt, es gilt und wir haben keine Erklärung dafür. Sein Buch geht aber um die Möglichkeit einer absoluten Architektur. Und diesen Raum der Möglichkeit, den erschließt er über eine Denkfigur, die er beschreibt als eine unilaterale Synthese. Und eine unilaterale Synthese heißt wörtlich nicht, wie wir es üblich denken, ja, also etwas, was etwas anderem widerspricht, es gibt Konflikt und es entsteht ein drittes, sondern etwas, was in einem Konflikt oder einer Spannung steht mit etwas anderem und einseitig quasi in Disbalance gerät. Und aus diesem einseitig in Disbalance geraten, können sich beide neu erfinden, also quasi beide neu werden. Das heißt, es kommt nie wirklich zu einer Vereinheitlichung der Synthese. Und die Dinge, die Verhältnisse, die er so bespricht, ist Architektur und Urbanismus. Das heißt, es ist eine Verwaltungs-, eine administrative Verwaltungsebene in der Architektur, im Urbanismus einerseits und andererseits die Architektur von Städten, die etwas Autonomes fordert gegenüber dem ökonomischen und verwaltenden Zugang des Urbanismus. Der Urbanismus entfaltet sich in die Fläche, in die Breite und die Städte oder die Architektur, die kristallisieren an einem Ort, die bündeln und integrieren Komplexität an einem Ort. Ungefähr so denkt er sich das und sagt eben jetzt nicht, entweder ich bin für die Architektur und gegen das Urbane oder für das Urbane und kämpfe gegen die Architektur, sondern er sagt, es gibt eine Art Generationslogik zwischen den beiden, dass nämlich die Architektur natürlich den Urbanismus gebiert. Ja, also die Architektur hat dazu geführt, dass wir den Wohlstand im Urbanismus verbreiten können. Aber der Urbanismus gibt auch wieder eine neue, so gives birth to the city in a new way. Ja, also das ist diese unilaterale Synthese, ist eine komplexe und interessante Figur, die sich nicht entscheidet zwischen den beiden Paradigmen, sondern eigentlich deren Zusammenspiel versucht, anders zu begreifen. Und wichtig ist, dass die beide er nennt das eine Metaform, ein Archipelago, also nicht eine Insel und das Meer, sondern Clusterungen und auch wieder ein territoriales Bild. Das ist auch eine solche metaphysische Geste im Umgang mit einer Negation und dem Nichts, die eben nicht nihilistisch sein will. Und nihilistisch würde ich sagen, das ist ja so ein komisches oder schwieriges Wort, nihilistisch würde ich sagen, ist genau das, wo nichts mehr Gewicht hat. Ja? Also in einem nihilistischen Weltverständnis kann nichts mehr Gewicht haben. Also es ist vollkommen egal, wer was tut oder sagt oder wie auch immer. Man kann sowieso
nichts bewerkstelligen, ja, in einer kontrollierten oder in einer beeinflussbaren Weise. Das würde ich sagen, ist eine, jetzt in diesem Kontext, wo es um Gravität und um Licht und so weiter geht und um dieses Anreichen, Nihilismus wäre, wenn alles nicht nur sinnlos, sondern auch zwecklos wird. Und das ist eine Vorstellung, mit der sich Massimo Cacciari stark beschäftigt hat, vor allem auch die Rolle vom Nihilismus in Bezug zu Wiener Architektur. Darauf gehe ich aber jetzt hier nicht ein, sondern ich will einen Aspekt herausarbeiten, wie er eine solche metaphysische Geste entwickelt, also im Umgang mit Negation. Und zwar durch eine Besprechung davon, wie man ein Projekt von einem Entwurf unterscheiden kann oder wie die zwei Dinge zusammenspielen. Das Projekt ist etwas, was eigentlich immer vorgreift, also in die, eine Zukunft vorwegnimmt, um die zu realisieren. Und vom Entwurf sagt er, da hält man immer die Spannung aus von dem, wohin man sich entwerfen will und wovon man sich durch den Entwurf absetzt. Das heißt, im Entwurf ist man immer auch quasi mit einer ethischen Haltung drin, während man in einem Projekt primär ökonomisch ist. Er nennt das dann auch, er beschreibt die heutige Wissenschaft, die fast ausschließlich Anwendungswissenschaft sein will, als the techno-scientific project. Ja, was quasi ständig die Zukunft vorwegnimmt und damit ja die Zukunft verbaut, ja, für die Leute, die dann kommen tatsächlich. Das ist ein eigenartiges Verhältnis, was zu unserer Zeit gehört, dass wir eigentlich die Zukunft kolonialisieren, ja, mit den Entwicklungen, die wir über Klima und aber viele andere Facetten auch beschreiben. Dem entgegen hält er jetzt, ähnlich wie Aurelia, er will nicht sagen, Projekte sind nicht gut oder sollen wir nicht mehr tun, sondern er versucht, den Intellekt darin umzupolen, indem er dem Entwurf Gewicht gibt und sagt, im Entwurf geht es immer darum, und seine Formulierung ist, to feel the pull of the throw. Ja? Also das, was, wenn das Projekt quasi der Wurf ist, dann ist der Pull das, was den Wurf immer wieder zurückholt ein bisschen. Ja, also die Spannung halten von dem, was im Wurf ist. Also nicht den Kontakt verlieren zu der Zeit, von der man sich absetzen will. Das ist ein sehr, sehr schöner Text und sehr, ja, aber allerdings auch sehr philosophisch. Wenn Sie ihn nicht kennen, er ist, ja, denke ich, einer der wichtigsten oder der wichtigste italienische gegenwärtige Architekturtheoretiker. Er war lange Zeit Bürgermeister von Venedig und hat ja, jetzt nicht nur philosophisch viel geschrieben, sondern auch zu einer anderen Kultur von Meer. Ja? Also die Rolle, die wieder ja, auf der Ebene von Städten und Governance und Politik möglich sind. Eine der spannendsten Figuren heute. Dann Peter Eisenman. Ich habe diesen Text herausgegriffen, The End of the Classical, The End of the Beginning, The End of the End. Worum es ihm hier geht, ist, er will an der Bedeutung von Form festhalten. Form als etwas, was unverfügbar ist, also wir können Form nicht machen, einfach, und was zeitlos ist. Das heißt, was uns mit etwas Zeitlosem in Verbindung bringt. Und die Weise, die er vorschlägt, ist eigentlich Form formal zu behandeln. Ja, seine Art ist ähnlich wie diese Unilateral Synthesis. Das ist eine Art Selbstbezüglichkeit, die bei ihm aber nicht, um die Analogie zu Aureli zu machen, würde es bei ihm dann nicht darum gehen, die Möglichkeit einer absoluten Architektur, sondern eine absolute Architektur. Also der Kernwert, den er damit beschreibt, ist die Autonomie der Architektur. Und zwar so weitgehend, dass sie selber die Formen hervorbringt, die der Architektur die Autonomie und die Zeitlosigkeit geben kann. Und der entscheidende Punkt ist, dass man darüber immer nur als Adjektiv reden kann. Und als Adjektiv ist wichtig, weil das eine qualitative Beschreibung von einem Ding ist. Also geht nicht um das Haus oder Architektur ist nicht ein Nomen, sondern es ist die Qualität, wie die Dinge behandelt werden bei ihm. Und daraus ergibt sich ein sehr interessanter, ein dekonstruktivistischer Gesichtspunkt auf ein Verhältnis zwischen Moderne und Klassik, was
ja, die beiden Begriffe neu öffnen kann, aber auch, und das wäre meine persönliche Haltung dazu, auf eine bestimmte Weise schließt. Was er sagt, ist, dass Form sowas wie das Potenzial für Erfindung verkörpern muss. Und dieses Potenzial für Erfindung, Potential for Invention, muss quasi gelesen werden, aber das Lesen darf nie nach einer Botschaft suchen. Und in diesem Sinn fällt seine Darstellung in meiner Einschätzung, obwohl sie eine metaphysische Geste kultiviert, eigentlich in den Bereich von dem hier. Respektive, wenn nicht, dann ist es kultisch aufgeladen. Aber da bin ich mir bei allem nicht sicher. Ja? Ich will auch nicht ihn platzieren im Diskurs, sondern mir geht es darum, was diese Gesten für Konsequenzen haben. Also wie die tatsächlich funktionieren, wie die gehen. Das Antiobjekt von Kengo Kuma ist auch interessant. Ja? Seine Geste besteht darin, dass er sagt, ich als Architekt will die Architektur zum Verschwinden bringen. Und dieses zum Verschwinden bringen der Architektur, das ist Architektur. Ja? Also es geht ihm nicht darum, möglichst harmonisch eins zu werden mit der Natur, sondern hochabstrakt und intellektuell und gestalterisch präzise Architektur zu bauen, aber auf eine Weise, die quasi ein Entbauen voraussetzt. Ja? Also das Antiobjekt soll es möglich machen, das, was heute als Objektarchitektur gilt, ich würde das beschreiben als in eine Skalarität zu bringen, die dann quasi klimatisch übersetzt werden kann und mit der und zu einer Art Integration oder Accommodation in die Environment. Ja, nicht eine, das Objekt in seiner Darstellung ist, wenn die Dinge ganz herausgestellt sind aus einem Umfeld. Und was er sucht, ist, dass wir nicht entweder die Dinge ganz herausstellen oder ganz damit verschwimmen lassen möchten, sondern auf unterschiedlichen Skalen eine Art Accommodation of Architecture in Nature, ja, wo dann aber die Architektur sich selber zurücknimmt. Also genau dadurch präsent wird, dass sie sich zurücknimmt. Er beschreibt eine ganze Reihe von Projekten, immer unter dem, bei Eisenman geht es um die Adjektive, bei ihm geht es um die Verbe im Gerundiv. Also das sind Projekte beschrieben, die sozusagen eine Skala suchen von flowing out oder eine Skala suchen von substituting oder von irgendwelchen solchen Operationen und dann mit den Metriken von diesen Skalen versuchen, diesen Objektcharakter architektonisch aufzulösen. Das ist ein Buch, ich glaube von 2009, das ist nicht ganz neu. Dann ein weiterer Text von einem Landschaftsarchitekten, Gilles Clément. Der von einem planetarischen Gärtnern spricht. Er sagt, wir haben immer, also aus der Agrar, also aus der, er ist, wie sagt man, Horti, das ist ein Landschafts-, also ein Agroingenieur und ein Landschaftsarchitekt. Und ihm geht es darum, wie in der Natur immer gegenwirkende Kräfte koexistieren. Also Vielfalt kann bewahrt werden durch Isolation, aber gleichzeitig macht Isolation das gesamte Ökosystem fragil, ja, das heißt verletzlich, das heißt, es gefährdet es. Und das sind lauter, das ist wie so ein Ungleichgewicht, ein mehrpoliges Ungleichgewicht, wofür es nicht wirklich eine Statik geben kann, sondern was ständig tariert werden muss in diesen Verhältnissen. Und er beschreibt eine Art von sich zur Globalisierung in Bezug zu setzen durch solche Denkfiguren, deren Kern darin besteht, dass er sagt, die Erde, also der Planet, die ganze Erdkruste war mal eins, ja, die These von Pangea. Das heißt, die territorialen Herkünfte von den Spezies und den Dingen in der Natur, die es gibt, die kommen eigentlich ursprünglich von einem gleichen Territorium. Die sind nicht von unterschiedlichem Territorium,
Aber mit dem Aufbrechen der Erdplatten sind die Erdkruste quasi in, er nennt das ein Karussell geraten, in einen zyklischen Rundgang oder so, wo sich die vermischen. Das heißt, Natur für ihn mit dieser Perspektive ist überhaupt nicht etwas, was sesshaft wäre, also was von einem Ort kommt, sondern was in der Genetik der Pflanzen die gleichen Erfahrungen speichert. Das heißt, die Natur ist kompatibel, sie kann koexistieren und ist ständig Migrant. Ja. Ständig Migrant. Also Pflanzen kommen nicht von irgendwo, was dann nicht vereinbar wäre. Das heißt, es ist ein interessantes neues Naturbild, was er darüber entwirft. Und die letzten Beispiele vielleicht ist der Junya Ishigami, auch ein japanischer Architekt, aber jünger, die nächste Generation zu Kengo-kuma. Und er hat zwei Bücher gemacht, die dieses Thema explizit aufgreifen. Das eine ist von 14, das war ein Designstudio, was er unterrichtet hat, Another Nature. Und in diesem Text Another Nature geht es ihm darum, dass wir, er sagt, when considering the nature of architecture today, isn't it problematic to simply define it as an artifact or an artificial environment that is conceived and constructed specifically for people? Ja, es geht im Endeffekt darum, eine Architektur zu denken, die nicht mehr Shelter sein will, die nicht mehr Beherbergung sein will für Menschen, sondern die auch Natur wird, ja, halt menschliche oder kulturgemachte Natur, aber nicht versucht, quasi Kultur von Natur abzuschotten, sondern die ein anderes Verhältnis dazu entwickelt. Und in diesem Buch hier schlägt er konkret vor, wie man das denken kann, indem er den Titel gibt Another Scale of Architecture. Und diese neuen oder anderen Skalen oder Skalaritäten, von denen er spricht, die will er jetzt aus der Natur ablesen. Und zwar aus den Wolken. Er sagt, Wolken haben Struktur und das tun sie. Also wenn Sie, ich weiß nicht, wie das heißt, Klimatologen sprechen oder lesen, dann gibt es es gibt Gründe, warum Wolken wo und wie und unter welchen Bedingungen entstehen. Man kann eine Struktur lernen von den Wolken. Er zeigt Projekte, die mit dieser Wolkenstruktur sowas wie durchlässige Wände baut. Ähnlich mit dem Wald, dem Horizont, dem Himmel und Regen. Er will also Skalen finden, die Regen messbar machen, also die Qualitäten davon von Regen messbar machen, oder Erfahrung von Regen oder von Himmel oder von Horizont. Ich habe Ihnen hier zuletzt zum Horizont drei Bilder, wie das aussieht. Das hier ist ein Modell. Das ist, wie die Architektur lernen kann, über die Skala von Horizont zu gestalten, in seiner Vorstellung. Eines der Projekte. Ja, von Gebäuden, die nicht mehr primär Shelter sein sollen. Und damit bin ich fast am Ende. Mein letztes Slide, wie ich quasi den Bezug von dieser Wissenschaft und Metrik und Mathematik und Geschichte und Atomzeit zu Kunst machen möchte. Mit einem Zitat, das ich unglaublich treffend und wichtig finde, von Paul Celan, ein Dichter, in einer Rede, die er genannt hat, der Meridian. Was er hier sagt, ist, er spricht den Leser direkt an und sagt, die Kunst ist, Sie erinnern sich, ein marionettenhaftes, jambisch fünffüßiges. Und diese Eigenschaft ist auch durch den Hinweis auf Pygmalion und sein Geschöpf mythologisch belegt. Die Kunst ist ein kinderloses Wesen. Und dieser Schlusssatz, die Kunst ist ein kinderloses Wesen, das ist wichtig, weil es um eine Art von Verausgabung geht, die nicht reproduzieren will, die nicht sich selber reproduzieren will. Und das ist die Qualität, die Simone Weil mit Grace and Gravity in der Photovoltaik findet oder die die Quantenphysik und das Anreichern eigentlich zum Thema hat. Also etwas schaffen, wo es nicht darum geht, sich selber zu reproduzieren, also was keine genealogische Linie öffnet oder fortschreibt, sondern sozusagen
den Reichtum der Welt verkörpern lernt. Und unter diesem Gesichtspunkt macht es auch viel Sinn, dass kreative Experimente, so Denkexperimente, wie wir sie in vielen der Architekturtheoretiker immer am Werk finden, die so nutzlos scheinen oder so unpraktisch oder wie auch immer, eine Art Kultur, genau davon verkörpern. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dankeschön. Es gibt jetzt einige Fragen im Chat. Ich würde sagen, ich habe auch immer Fragen reingeschrieben, aber die Studierenden haben Vorrang. Das heißt, vielleicht Lukas, magst du der Erste sein? Ich glaube, du hast die erste Frage in den Chat geschrieben. Ja, gerne. Dankeschön. Danke für diesen sehr theoretischen, aber auch philosophischen Vortrag. Also es hat auf jeden Fall sehr zum Nachdenken angeregt. Okay. Und mir ist zwischendurch mal eine Frage eingefallen, die jetzt vielleicht eher gesellschaftlich ist und jetzt nicht theoretisch oder so. Aber Sie haben ja gesprochen von dem Abschluss einer Periode, die im Zusammenhang mit Krisen stattfindet. Und natürlich ist mir dazu die aktuelle Lage eingefallen der Corona-Krise. Und ich weiß nicht, ob Sie das jetzt persönlich irgendwie beantworten können, aber was denken Sie, welche Periode wir gerade abschließen und wieso ist diese Krise jetzt so ein globales Problem geworden? Mhm. Also natürlich abgesehen davon, dass es eine Krankheit ist, aber... Ja, das ist natürlich eine heikle und eine schwierige Frage. Aber ich denke, jetzt sind zwei Punkte, die ich also quasi abstrakt wirklich wichtig daran finde, zur Kenntnis zu nehmen. Das eine ist, dass wir wirklich als eine Art globales Körpergefühl entwickeln, ja? Eine Art globale Proprioception. Das ging ein paar Wochen und ein Virus ist auf der ganzen Welt. Und das ist eine Art Drastik. Wir haben uns sehr gewohnt, von Globalisierung zu sprechen und von Mobilität und von ständig unterwegs sein und von Realzeit und Gleichzeitigkeit und all das. Aber die Realität von dem jetzt quasi auf dieser Ebene zu erfahren, ist, glaube ich, neu. Zumindest mag mich nicht erinnern oder wüsste nicht, wann das sonst so drastisch gewesen ist. Also wirklich eine Art von, das fast schon eine Art von Einheit sein. Das ist, glaube ich, wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Das ist bedeutend. Ich glaube ja auch, dass in den Klimadiskussionen sowas geschieht. Ja? Also, dass wir das Wetter und die Effekte mit solcher Präzision messen können, ist alles neu. Das ist alles hat mit der Globalisierung zu tun und gibt uns quasi ein gemeinsames Gefühl für den Planeten. Einfach nur, weil es über die Messung verfügbar ist. Also weil die Veränderungen gemessen werden heute. Die Messstationen sind die im allermeisten noch nicht sehr alt. Das ist eine Frage von Jahrzehnten, nicht Jahrhunderten. Und das gibt uns auch ein anderes Körpergefühl als globale Gesellschaft auf der Welt. Was das jetzt heißt oder wie man damit umgeht, dafür habe ich Ihnen, also zum Beispiel Gilles Clément, ja, das sind wichtige Gedanken dazu, weil es nicht, also das ist eine Art, er nennt es einen virtuellen Kontinenten, mit dem man als planetarischer Gärtner sich zu diesen globalen Zusammenhängen ins Verhältnis stellen kann. Das braucht Fantasie und es ist an unseren Generationen, dort Fantasie zu entwickeln. Das kann ich Ihnen dazu nur sagen. Und es braucht Fantasie, analytisch geht es nicht, weil es ist komplex. Analytisch geht, es braucht Fantasie und eine Fantasie, die sich im Abstrakten entfaltet auf eine Weise, die großzügig ist, also nicht anprangernd, ja, weil die Gründe sind komplex. Nicht anprangern, das hilft nicht zu sagen, die Chinesen haben das Virus freigelassen oder sowas. Das ist das eine und das andere, die Periode, die es abschließt, und damit will ich nicht, auch überhaupt nicht zynisch, ja, tönen, aber wir haben uns
Und da meine ich vor allem, vielleicht mehr eigentlich meine Generation als Ihre, also so die heute 50-Jährigen. Wir haben, meine Eltern, die Generation von meinen Eltern, haben die Entwicklungen, die demografischen, die technischen Entwicklungen viel drastischer wahrgenommen, als ich das habe, zum Beispiel. Ja. Also in der Schweiz, mein Vater ist aufgewachsen, der ging jeden Tag 1,5 Stunden zu Fuß den Berg runter, dass er in die Schule konnte, als Bub, die ganze Zeit. Das sind drastische, also diese Industrialisierung, wie das unsere Welt verändert hat, hat meine Generation eigentlich nicht mehr so drastisch wahrgenommen, vorher schon. Und für meine Generation ist es eine Art Selbstverständlichkeit, dass wir sicher sind, dass wir gut versorgt sind, dass wir eigentlich nur, also es ist eine Komfortgesellschaft, die vergessen hat, dass es nicht einfach natürlich ist. Und die in einer extremen, ja, prekären Haltung auch damit lebt. Und dieses bequeme Denken, glaube ich, die Periode von eigentlich meiner Generation, das kommt zum Abschluss. Ja. Auch wieder, meine Eltern erinnern sich an die spanische Grippe. Also, dass es Viren gibt und wie mächtig die sind, das hat immer dazu gehört. Wir haben irgendwie die Vorstellung gehabt, wir hätten das vollkommen gemeistert. Das wird es alles nicht mehr geben, weil es das so lange nicht mehr gegeben hat. Und das ist wichtig, weil es nämlich auch in Bezug zu Krieg so ist. Ja? Also wir sind, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu dem hat Peter Sloterdijk viel geschrieben. Wir sind die erste Generation, die keinen Krieg erlebt hat in Europa. Ja? Das hat es nie vorher gegeben. Und das ist ein ähnlicher Punkt, ja, das ist eine Verschiebung vom Körpergefühl oder von der Erinnerung. Die Dinge werden abstrakt. Ich würde nach solchen Dauern suchen, jetzt bei der Krise von Corona zum Beispiel. Mhm. Dankeschön, ja, sehr interessant. Mhm. Mag vielleicht jemand noch dazu etwas sagen? Ansonsten würde ich jetzt den Fabian bitten. Fabian, magst du die nächste Frage stellen? Gerne. Also ich habe schon einige Teilnehmer jetzt in dem Modul gefragt nach ihrer persönlichen Definition und würde sie gern im Kontext der Abduktion nach ihrem Gefühl quasi fragen, ihrer persönlichen Definition zur Architektur. Sagen Sie nochmal, wonach fragen Sie mich? Eigentlich nach Ihrer persönlichen Definition von Architektur, aber da es diese Abduktion aufkam, nach Ihrem Gefühl danach. Ja. Also die, eine Definition will ich nicht. Und zwar nicht, weil ich keine hätte, sondern weil ich denke, wir müssen endlich wegkommen von den Definitionen. Wir müssen einen Wortschatz finden, um von Architektur zu reden. Wir müssen nicht versuchen, einen Begriff zu fixieren, was es ist. Wir müssen anreichern, was Architektur ist, wie wir es erleben, wie wir sie kennenlernen. Und um das anreichen zu können, müssen wir Worte haben. Die Worte sind genau das. Worte können Erlebnisse, Erfahrungen nicht klären in einem totalen Sinn, aber in der Zirkulation behalten. Worte sind bewusstseinsmachend, ja? Und Worte sind nicht richtig oder falsch oder nur logisch. Worte sind eine Art eine unpersönliche Erinnerung, a memory, was nicht individuell persönlich ist. Also das heißt, ich bin interessiert an einem Wortschatz in der Architektur. Ich bin interessiert an Worten in Bezug zu Raum und zu Gestaltung und so weiter. Und diese Worte sind ein bisschen das glaube ich, ist etwas, was sich heute ändert. Die Architektur im 20. Jahrhundert hat sich sehr, sehr stark eigentlich über Gestalt verstanden. Und Gestalt hat sich sehr, sehr stark über eine Sinnlichkeit entfaltet, die wir fühlen. Ja? Also es gibt diese eine Geschichte, die so fast ikonisch ist dafür, von Paul Valéry im 19. Jahrhundert über Eupalinos. Eupalinos war der erste Ingenieur in der Antike, der einen Tunnel 1 Kilometer lang oder so gebaut hat und von beiden Seiten gleichzeitig angefangen hat und es hat gestimmt.
Das heißt, er ist bekannt für eine mathematische Spekulation über den Bau von einem Tunnel, der eine Präzision hatte wie nie vorher. Das heißt, mathematisch detailreich und kompliziert, nicht nur komplex, sondern auch kompliziert gedacht war. Und Valéry hat diese Figur aufgegriffen und ihn völlig umgekehrt. Er hat einen Text geschrieben mit dem Titel Eupalinos, wo Eupalinos am Meer steht und es wird ihm ein Objekt vor die Füße geschwemmt, womit er nichts anfangen kann. Er hat keine Ahnung, was dieses Ding ist. Es ist ein Findling. Ja? Es gibt keine Arten von Regelmäßigkeit. Mit seiner ganzen Mathematik kann er nichts anfangen davon. Und genau das macht den Gegenstand so wertvoll für ihn. Das heißt, im 19. Jahrhundert wird Architektur geht weg von Regelmäßigkeit, Metrik, Form und Abstraktion und hin zu Gefühlen, die sich nicht verallgemeinen, die sich nicht übertragen, die immer singulär sind eigentlich. Das wird zum Motiv, was großartig ist. Ja, also die ästhetische Bildung wird primär mit dem. Und dieses Paradigma, glaube ich, kommt zu einem Abschluss heute. Ja, und zwar muss es zu einem Abschluss kommen, weil dieses analytische Spurensuchen danach, was etwas gewesen ist oder ja, dieses Gestaltsuchende, dieses Spüren danach, das ist das, was die Algorithmen tun. Das ist der Grund, warum Amazon mich dermaßen ins Profil setzen kann. Der liest mein Verhalten und schließt Muster daraus mit enormem Feinsinn. Ja, man muss diesen Feinsinn fast schon ästhetischen Feinsinn nennen. Das heißt, wenn wir uns verausgaben, diese gleiche Art von Feinsinn zu kultivieren, werden wir zunehmend transparent für die Computer. Ja? Und das ist ein politisches Problem. Was hilft, ist wieder von Form zu sprechen und von Metrik. Und einem Umgang damit, der nicht linear analytisch extrapoliert werden kann, also dass wir diese Algorithmen puzzeln, ja? Dass die uns nicht mehr lesen können, weil wir Dinge tun, die sie nicht vorhergesehen haben. Weil Form heißt immer, man macht einen Einschnitt und ist nicht berechenbar. Während das Analytische, das Aufspüren immer kontinuierlich ist, in einem Kalkulus kontinuierlich. Und das können die Roboter, das kann die künstliche Intelligenz. Das würde ich sagen für die Architektur. Wir müssen wieder eine Aufmerksamkeit auf die Worte und mit den Worten auf Form. Weil Form ist autonom gegenüber den Worten, aber Worte sind auch autonom gegenüber der Form. Und dazwischen gibt es eine Spreizung, die nie wirklich geschlossen werden kann, die aber nicht einfach individuell subjektiv ist oder absolut und objektiv, sondern die ist objektiv, aber halt trotzdem rätselhaft. Und im Umgang mit diesem Rätselhaften entwickeln sich die Kulturen unterschiedlich. Ja, Mathematik ist überall gleich, aber wie die Kulturen die Mathematik integrieren in ihre Politik, in ihre Religion, in ihre was auch immer, das ist extrem vielfältig. Und so sehe ich die Entwicklung. Architektur muss wieder mit Form können. Und Form ist nicht Regel. Ja? Form ist nicht Regel. Form ist etwas, was immer etwas Unverfügbares, etwas Zeitloses verkörpert und genau darüber ja den Bezug hat zum Psychischen und zum Seelischen. Also wenn Sie die Geschichte von Form nachvollziehen, sind Sie eben genau bei diesen Dingen, die wieder quasi Mathematik und Spiritualität mit in die Natur der Dinge setzen. Und wir müssen wieder eine Sprache finden im Umgang damit. Und die Architektur hat immer geholfen an der Stelle, weil sie eigentlich mit Rhetorik umgeht. Ja? Und zwar in dem Sinn, dass sie sagt, ein Haus gibt es gar nicht natürlich. Ja, wir erfinden immer und erfinden ist das Kerngeschäft in der Rhetorik. Das ist anders als das Kreativsein. Das ist mit dem Genie und mit der Ästhetik. Die Rhetorik hat was mit Übermut, mit etwas über den Strang hinausschlagen, ja? Und dann aber lernen, was die Konsequenzen sind, zu tun. Und ich glaube, einen solchen Umgang brauchen wir mit der heutigen Technik, weil es ist enorm, was wir tun können. Wir brauchen ein Körpergefühl dafür, was wir tun können, damit wir verantwortungsvoll sein können. Dankeschön. Dankeschön. Die Anna hat auch eine sehr spannende Frage. Hallo. Hallo. Danke für den Vortrag. Und zwar, Sie haben
die Schulung des Intellektes genannt. Und ich wollte da, also ich habe mich da gefragt, ob da der Begriff des Allgemeinwissens nicht schon eine Art Beschränkung des Intellektes ist. Also im Sinne von, wenn man ein gewisses Kontingent an Informationen gesammelt hat, dass man das als ausreichend ansieht oder die Gesellschaft das als ausreichend ansieht und sich quasi nicht mehr weiterbilden oder nicht mehr diesen Zwang hat, sich weiterzubilden, der eigentlich auch von der Gesellschaft gesetzt wurde. Und ob Sie vielleicht auch wissen, wer überhaupt diesen Standard, habe ich den jetzt genannt, dieses Allgemeinen festgelegt hat. Ja, das wär's. Dankeschön. Ja, das würde ich genauso sehen, wie Sie es beschreiben. Also die Vorstellung, wir haben ja jetzt heute, und das hat sich schon nur in meiner Generation verkehrt, als ich studiert habe, wenn ich etwas gehört habe, was ich noch nie gehört hatte, habe ich gedacht, wow, wie konnte es passieren, dass ich das noch nie gehört habe? Ja, immer. Heute ist es 180 Grad umgekehrt. Wenn jemand von Ihrer Generation, ich spreche jetzt nicht direkt Sie an, ja, ich glaube, wir sind hier in einem schönen Rahmen, aber auch in anderen Fällen, wenn man Dinge hört, die man noch nie gehört hat, dann ist man ablehnend. Man sagt, also sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja. Darin zeigt sich ein Kulturwechsel, der extrem bedenklich ist. Weil es suggeriert, dass es so etwas wie Allgemeinwissen gibt, was genügt, ja, was richtig ist. Und das Problem ist aber an diesem allgemeinen Wissen, dass Wissen immer Hierarchien voraussetzt. In den Wissenschaften gibt es diesen Kampf eigentlich immer um die Vorherrschaft. In der früheren Zeit war es immer zwischen Theologie und Philosophie. Und dann seit der Aufklärung ist es zwischen Physik und Medizin zuerst im 18. Jahrhundert. Welches ist die Leitwissenschaft? Was ist wichtiger? Ja, die Physik, die uns das Ingenieren gibt, oder die Medizin, die unseren Körpern helfen kann? Welche dieser Disziplinen, Fakultäten hieß das damals, soll quasi den Sitzbaum der Macht verkörpern? Und dann im 19. und 20. Jahrhundert hat sich's verändert und es gab eine Competition zwischen Physik und Chemie. Ja, Physik ist so abstrakt, bringt uns Atome und Quanten. Chemie ist doch stofflich. Chemie fertigt Stofflichkeiten, mit denen wir unsere Lebenswelt. Welche soll Vorherrschaft sein? Dann ist es zwischen Chemie, Physik und Biologie. Und heute ist eigentlich Biologie, also war jetzt die ganze Zeit Leitwissenschaft und zunehmend jetzt wird natürlich Umwelt, was immer das ist, ja, Klimawissenschaft, Leitwissenschaft. Und das Schöne bei der Klimawissenschaft ist, dass das wieder eine Art universeller Scope hat, weil es gibt nichts, was nicht darunter fallen würde oder was davon nicht berührt ist. Das heißt, diese disziplinären Territorien, die vereinen sich wieder in etwas, was man früher universelles Wissen genannt hat. Und das Problem ist aber, das universelle Wissen ist dann eben nicht mehr klar. Ja? Und das ist ja das, was wir im Klima haben. So. Und wiederum, der Schlüssel sind die Worte. Wir brauchen Vernaculars, wir brauchen Umgangssprachen, wir müssen Wissenskulturen ausbilden. Das Wissen heute mit der Technik, glaube ich, ist dabei, sich zu verändern und in ein Alltagswissen in einem aktiven Sinn, also ein Open Science, Science as a way of life zu werden. Ja, es ist nicht nur, dass wir zunehmend wertschätzen, dass man lebenslanges Lernen darf oder kann oder muss oder soll, sondern auch die Dinge, mit denen wir privat in unseren Alltagen umgehen, sind hochtechnische Sachen. Wenn wir dazu ein aktives Verhältnis haben wollen, müssen wir davon verstehen, was das ist. Ja, zum Beispiel, das finde ich auch so schön, ja, aber überraschend, und Leute werden manchmal wütend, wenn ich das sage, aber das vegane Leben heute gilt ja quasi als Inbegriff von einer Art von natürlicher Reinheit. Es ist aber so technisch wie kaum eine andere Lebensmittelbranche. Also die Konservierung von den Stoffen, die das möglich machen, ist hochindustriell. Ja. So, das ist interessant, das macht es nicht gut oder schlecht, aber es ist interessant, weil der Ethos, den wir damit verbinden, sicher nicht ist, dass man ein hochtechnischer Befürworter ist oder sowas, sondern es ist eine andere Ethik, die wir damit verbinden.
Und da finden interessante Verschiebungen statt, die einfach mit einer allgemeinen Illiteracy, ich beschreibe das als Illiteracy heute, zu tun haben. Und das ist nicht das Problem von jemandem Individuellen, sondern das ist das Problem, dass wir nicht mehr reden. Ich meine, wir haben im 20. Jahrhundert die Bedeutung des Linguistik-Turns gehabt, was quasi dem Reden jeden Wert abgesprochen hat und nur noch von Schrift und analytischem Interpretieren, hermeneutischen, semiotischen, ja, interpretieren gesprochen, aber die Rede hat eine Kraft, eine verbindende Kraft in den Gesellschaften. Und darauf, ich bin sicher, dass wir darauf jetzt wieder zurückkommen. Also wir lernen es ja schon in einem unguten Sinn über den ganzen Populismus, der überall greift. Ja. Und das kann nicht weiter so gehen. Also irgendwann muss es den Leuten wirklich zu blöd werden, die Dinge immer noch einfacher und noch drastischer in Kontraste zu setzen, nur im Verfolgen von so einer Art Basiswissen, die man doch bei jedem voraussetzen kann. Man muss wieder lernen, interessant zu reden über die Dinge, die alle beschäftigen und die niemand wirklich kontrollieren kann. Das würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich finde vor allem diesen Begriff dieser Literacy, den Sie genannt haben, sehr passend, weil das ist zwar sehr persönlich, aber das war mit ein Grund, warum ich überhaupt dieses Studium gewählt habe, weil ich mir gedacht habe, man kann zwar Architektur, also gute Architektur machen, ohne irgendein Wort zu sagen, aber man kann auch keine Architektur machen und viel dazu sagen, ohne dass am Ende eigentlich ein Produkt entsteht. Also fand ich sehr spannend. Vielen Dank, vielen Dank. So, danke schön. Gibt es jetzt noch eine Frage? Oder habe ich jemanden ausgelassen? Ansonsten würde ich nämlich gerne eine Frage stellen. Okay, vielleicht bevor ich zu dem letzten Punkt von der Anna. Das Problem ist, dass wir nicht mehr reden, haben Sie gesagt. Und dann gleichzeitig auch, wir müssen mehr Aufmerksamkeit auf die Worte und die Form bringen. Sehen Sie da einen Zusammenhang in der Art der Kommunikation? Wenn man jetzt sagt Form oder Schreiben oder also Zeichnen und Bauen, ist die Sprache der Architektinnen. Gibt es da einen Zusammenhang, dass wir weniger reden, also richtig wörtlich reden und auch aber die weniger mit der Form machen? Ja, ich würde sagen, ja. Und zwar, weil wir, also eben die Gestalt würde ich der Form gegenüberstellen. Also die Gestalt ist dieses gefühlte, ästhetische Erspüren. Form hat mit Schnitten zu tun, mit Projektivität, mit Exponieren, mit Diskontinuitäten. Gestalt hat was mit der kontinuierlicher Variation zu tun. Und in der kontinuierlichen Variation ist es tatsächlich immer dort spannend, wo man eben nichts sagt dazu. Weil jedes Sagen von, es ist wie wenn jemand, wenn er einen Geschmack beschreiben will. Ja, also da, so, man muss schon sagen, so was wie, beschreiben Sie den Geschmack von Coca-Cola. Wir kennen ihn alle, aber man hat keine Worte dafür. Ja, das ist dann der Punkt, wo Beschreibungen poetisch werden müssen. Ja, notwendigerweise. Aber ähnlich ist es mit vielen Qualitäten, die wir im Gefühl haben, aber lieber nicht darüber reden, weil alle Worte immer zu wenig sind, um die Reichhaltigkeit von der Sensibilität fassen zu können. Und dann redet man lieber nicht. Respektive man redet dann mit denen, die die Sensibilität auch teilen. Aber das ist entgegen einer demokratischen Wissenspraxis, weil das führt wieder zu esoterischen oder zu exklusiven Wissensgemeinschaften. Und da muss ich sagen, das ist auch interessant. Da ist die Architektur wirklich speziell, weil nämlich das tatsächlich kultiviert wird. Ja, also die Architektur verkörpert ja von ganz vielen Wissensbereichen Dinge. Aber für mich war zum Beispiel, als ich noch in der Philosophie und in der Literatur mir gearbeitet habe, war es für mich immer vollkommen überraschend, dass Leute wie Eisenman oder so oder dann auch Spulbrock in seiner früheren Arbeit zu Gilles Deleuze zwar die gleichen Referenzen verwenden oder damit arbeiten, wie das auch im Film passiert oder in der Kunst passiert oder in der Literatur passiert, aber sich wirklich an ein geschlossenes Publikum wenden. Also diese Architekturtheoretiker, die reden nicht allgemein in einem medienwissenschaftlichen Diskurs, wie das die anderen Filmstudies zum Beispiel getan haben oder so, sondern das ist ein Kreis, ein geschlossener Kreis.
Und das ist interessant, das Phänomen. Ich will das nicht anklagen. Ich denke, das hat was Gutes, weil darin wirklich eine Komplexität sich auch entwickeln konnte, die in vielen anderen Feldern sich viel schneller nivelliert hat. Also zum Beispiel ist das Denken von Eisenman in Bezug zur Dekonstruktion durchaus autonom. Das ist nicht einfach ein Nachplappern von dem, was Derrida sagt. Der hat die Gedanken von Derrida selber verinnerlicht und in eine neue Figur gebracht, die nicht Derrida ist. Und sowas ist selten passiert in den allgemeinen Kulturwissenschaften zum Beispiel. Das hat wieder was mit diesem Endemismus oder also mit Diversität, mit diesen Dingen, wo Gilles Clément beschreibt, der Landschaftsarchitekt. Aber das ist in meiner Wahrnehmung speziell, dass die und die Musik ist vermutlich ähnlich. Also die Musikwissenschaften und die Architektur sind zwei Bereiche heute, wo Kulturphänomene quasi einen Diskurs produzieren, der auch sich mit den gleichen Dingen auseinandersetzt wie andernorts, aber relativ geschlossen ist. Und das ist, ja, das ist interessant. Nur ich selber bin ja weder Kunsthistoriker noch von meiner Bildung her Architektur. Ich will kein Feld. Ja? Ich will in der Welt leben. Und Architektur gehört zu dem, was mich interessiert, genauso wie andere Dinge auch. Und was interessant ist aus dieser philosophischen Perspektive, ist eben, wie sich eigentlich zum Beispiel die Architektur in einer Zeit immer nur erschließt in der Konstellation, die sonst für die Zeit auch wichtig sind. Das heißt, es ist wichtig zu schauen, in welchen politischen Verhältnissen, Formen, was waren die wissenschaftlichen Themen, die die Leute beschäftigt haben. Die ganzen modernen, Gropius, Corbusier, die waren alle absolut absorbiert von der Quantenphysik. Das haben wir überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen. Duchamp will mit Frequenzen malen, nicht mit Farben, mit Frequenzen. Da hat eine Auseinandersetzung stattgefunden, den wir uns irgendwie heute nicht mehr zumuten wollen. Die waren neugierig, die waren natürlich autonom in der Architektur, aber das heißt nicht, dass man sich nicht mit der Welt beschäftigen kann. So würde ich das sehen. Insofern bin ich dem abgeschlossenen, diesem Diskursbereich etwas skeptisch gegenüber. Ich finde da drin keinen Platz für mich. Ja. Aber dann ist ein Zusammenhang mit den Worten. Und jetzt, das ist auch das Allgemeine, was dann einen neuen Bezug macht zwischen Form und Worten, ist das Coding, also ist das Codieren. Eben nicht einfach nur rechenbare Architektur, Computational Architecture, sondern nicht mit den Plattformen arbeiten, die einen die Templates schon geben oder wie BIM einfach nur ökonomisch optimieren, sondern Coding Literacy entwickeln. Also wissen, was es heißt, wenn wir Messgrößen in eine Skala bringen, damit sie mit anderen Dingen kompatibel wird. Wir müssen mathematisch denken lernen. Das manifestiert sich im Code und über den Code können wir Sprechen und Form wieder verbinden. So würde ich das sehen. Ja, noch eine Frage, die vielleicht dazu passt, ist eben, Sie haben Vitruv erwähnt, der geschrieben hat unter anderem, wie man baut oder halt übers gute Bauen schreiben, ohne jetzt unbedingt zu bauen. Und mir ist da die Pattern Language von Christopher Alexander eingefallen, die meiner Meinung nach, also entweder nur in meinem Universum, aber mir kommt vor, dass das jetzt wieder an Bedeutung gewinnt, so ein Denken in Mustern. Auch wenn das Buch, die Pattern Language, aus einer anderen Zeit kommt, hat er auch zum Beispiel, das haben Sie dann später geschrieben, On the Philosophy of Modern Architecture, hat er schon gesprochen über why Modern Architecture has failed. Also ich habe so das Gefühl, dass da jetzt eine Pause war, oder? Und jetzt kommt das Thema wieder. Mhm. Ja. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Aber was bei ihm, also er spricht ja von einer Syntax. Und ich glaube, wenn man die Pattern Language, das ist ja vernakulär auch gedacht bei ihm. Also die Patterns sind ja, das sind ja keine Idealtypen oder Standards, sondern es sind ja eigentlich Leseweisen von vernakulären Strukturen, die als eine Art Sprache verfügbar gemacht werden sollen. Und der kritische Punkt ist aber, dass er von einer Syntax davon spricht. Und ich glaube, dort müsste man von Grammatik sprechen. Ich bin nicht sicher, ob in diesen drei riesigen letzten Werken, die er gemacht hat, die habe ich mir nie angeschaut. Ich glaube, da hat ein Wechsel bei ihm stattgefunden zu der Pattern Language von früher.
der irgendwie auch mystisch dann geworden ist, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber ich glaube, das wäre ein Punkt, also dass die Syntax reicht nicht, weil Syntax geht mit Form immer nur auf formale Weise um. Und das heißt, geht analytisch mit Form um. Und was wir brauchen, ist einen geometrischen Umgang mit Form. Also Form, nicht Formalität. Nicht Logik, nicht Analytik und nicht Logik primär, sondern synthetisches Denken. Und synthetisches Denken eben im Sinn von einem erfinderischen, von einem mechanischen, von einem rhetorischen Denken. Ja, und dann wären die Patterns, die würden dann wieder eher, also dort, wo bei ihm die Patterns stehen, würden wieder Ideen zu stehen kommen. Also wären dann nicht mehr Muster, sondern es wären wieder Ideen, um die es geht. Und die aber nicht repräsentiert werden direkt, sondern von denen man zehrt quasi oder von denen man lebt oder sich inspirieren lässt oder an denen man sich abarbeitet oder so. Aber ich glaube auch, also sowas, es ist eine andere Abstraktionsebene, die er angedeutet hat mit diesem Werk damals. Und das glaube ich auch, das wird wieder kommen jetzt oder kommt eine andere Wichtigkeit. Und hat es ja eigentlich schon, also in den Methoden der Machine Learning und des Datenumgangs haben Algorithmen, die uns Clusterungen vorschlagen zum Beispiel, ein enormes Gewicht. Also wie man Daten organisieren, wie man sie aufbereiten kann für einen Umgang. Das sind, wie man Cluster bilden kann, ganz wichtig. Und das hat alles viel mit ihm zu tun, mit dem, was er gesucht hat, das glaube ich auch, ja. Jetzt ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen, dass ich interessant finde, dass oft Architektur beschrieben wird, ohne über Architektur zu sprechen. Also meist oder oft wird Architektur beschrieben, vielleicht eher mit soziologisch oder psychologisch, also immer auf den Menschen bezogen und nicht auf die Form oder auf die Geometrie bezogen, aber man versteht es trotzdem, das ist spannend eigentlich. Ja, aber das finde ich ja, das finde ich ja desolat. Das ist der Punkt, wo ich wirklich mit Eisenman ganz auf einer Linie bin. Die Architektur braucht nicht Legitimation aus der Soziologie oder aus der Kunstgeschichte oder aus irgendwo sonst. Das ist da immer alles auch drin, aber das ist keine Legitimation. Die Architektur darf keine Legitimation von außerhalb brauchen für das, was sie tut. Aber das heißt eben auch, dass in der Architektur, wenn es dann um die Abstraktionen geht, und es ist ja unglaublich abstrakt, ja, Wände zu machen. So, das ist nur in einem naiven Sinn ist das konkret. Das ist unglaublich abstrakt, was das heißt. Oder einen Boden zu machen oder ein Dach zu machen. Und in diesen Abstraktionen kann die Architektur nie wirklich ein epistemologisches, positivistisches Wissen sein, sondern es verkörpert ein Können. Ähnlich wie ein Musiker ein Können verkörpert. Da gibt es die rationale Ebene, es gibt die Notationen, es gibt Lehren, wie man es vermitteln kann, aber es bleibt ein Können. Der Architekt bleibt wichtig in dem, was er kann. Und diesen Aspekt, den haben wir aus den Wissenschaften weitgehend ausgegrenzt. Wir gestehen ihn den Künstlern zu, aber eigentlich, die Architekten sind da schräg dazwischen im Moment. Und um wieder von Architektur wirklich sprechen zu können, muss diese Dimension wieder selbstbewusst werden. Also man muss von einem Können sprechen. Und wenn Sie zum Beispiel Komponisten oder Musiker von ihrer Arbeit sprechen hören, ja, dann erklären sie nicht, wie jemand, der das hört, sich dann fühlen soll. Ja, das wäre völlige Kapitulation für einen Komponisten, wenn der den Leuten erklären würde, welchen ästhetischen Wert seine Komposition haben soll. Der macht Musik dafür. Die Ästhetik findet statt. Und wenn er spricht, dann spricht er über Dinge, die ihn interessieren, die damit assoziiert sind. Das ist manchmal auch sehr weit weg und hat überhaupt nichts Erklärendes, sondern hat was Mitteilendes, ja, also sich öffnen, Einblick geben oder so, aber nicht erklärend, nicht vermittelnd. Und dann muss man sich damit halt auseinandersetzen, ja, wenn man damit was anfangen will. Das heißt, es ist wieder zurück zu diesem Punkt, ja, wow, das habe ich ja noch nie gehört, wie konnte mir das passieren? Und nicht, oh, sowas habe ich ja noch nie gehört, was redest du da bloß? Ja, und um diesen Dreh geht es. Es geht um ein Können und es geht um eine Person, die solches Können verkörpern kann. Und das muss die Architektur claimen für sich, sonst ist sie weg.
Sonst ist die weg. Sonst gibt es Planung und Bautechnik und Urbanismus und so weiter. Aber die Architektur ist weg sonst. Das ist der Punkt, um den es Kohlhaas geht. Ja, mit all seinen, also immer wenn eine Architektur gegen Urbanismus, wenn sie versuchen, dieses Verhältnis zu klären, oder Aureli oder Cacciari, das ist wichtig, dieses Können. Und wenn man aus einem Können heraus spricht, dann erklärt man nicht, man tut. Ja, und dann redet man so, dass man den Leuten einen Zugang erschließen kann zu dem, was man tut. Und diesen Zugang, der geht nicht über Erklärung. Der geht über eine Art von, also eine Art von Verständnis erzeugen, was erfunden werden muss. Wenn Sie, oder ich habe das drastisch erlebt, ja, als ich angefangen habe, ich habe nie, bevor ich an die TU kam, zu Bachelor- und Masterstudenten wirklich unterrichtet. Ich habe mit Doktoranden zu tun gehabt in der Architektur, aber nicht jung. Und das war so ein Lernprozess, zu erfinden, wie ich über die Themen reden kann, denen ich finde, dass sie wichtig sind für die Architekturtheorie. Man muss das erfinden. Man kann das nicht einfach nur erklären. Es gibt kein, ja, und das meine ich mit Sprechen lernen. Wir müssen sprechen lernen. Selbstbewusst mit einem Können, aber sprechen und zeigen, ja. Zeigen und sprechen. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für den wundervollen, interessanten Vortrag und die Diskussion. Ja, es war wie immer ein richtig gute 2 Stunden mit Ihnen und auch mit den Studierenden. Danke für die Fragen. Vielleicht, wenn es noch eine schnelle letzte Frage gäbe, wäre das noch möglich. Ansonsten bedanke ich mich und ich wünsche uns ein gutes Semester. Ja, das ein wünsche ich auch. Neues Semester mit neuen Möglichkeiten, oder? Genau. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und die Fragen. Ich habe mir Screenshots gemacht, ich werde sie mir zu Herzen nehmen. Das ist immer eigentlich das Interessanteste und dann habe ich trotzdem wieder zu lange geredet. Aber vielleicht treffen wir uns ja wieder in anderen Veranstaltungen. Und vielen Dank. Wiedersehen. Dankeschön und auf Wiedersehen.